Dr. Jonathan Bauer, ein Chicagoer Anwaltssohn aus deutscher Migrantenfamilie in der vierten Generation. Er ist gerade erst 3 Monate zurück in den Staaten nach seinem höchst erfolgreichen und frischen Doktortitel in Parapsychologie, welchen er in Deutschland erworben hat. Die Rückkehr nach Hause wird er allerdings niemals vergessen, denn seine Studien haben etwas in den Schatten geweckt. Willkommen, Dr. Bauer, in der Welt der Dunkelheit. Jo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde auf diesem Kanal Vampire the Masquerade 20th Anniversary Edition. Ja, ich habe mir gedacht, ich lasse das damals gesubbt, das ganze Ding, und hast so ein tolles Regelbuch in der im Regal stehen. Also solltest du es auch mal benutzen. Ne? Und wir spielen an sich in dieser Runde eines der allerersten Abenteuer, die jemals erschienen sind für dieses System, für Vampire the Masquerade. Das spielt in Chicago. Wir haben natürlich das große Problem, dass die Historie von Vampire the Masquerade aufgehört hat, irgendwo Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre. Das heißt, ich muss versuchen, das alles so ein bisschen in die jetzige Zeit zu schieben. Wir hätten natürlich auch 1994 oder irgendwie spielen können, aber ich fand das doof. Deswegen ist alles ein bisschen später passiert halt. Ja, ich versuche sogar ein bisschen bei dieser Runde mit Würfeln und so zu spielen. Ja, mal gucken, ob das klappt. Ich habe mir hier schon ein paar W10er rausgelegt. Und dieses hier ist das Prelude zu dieser neuen Abenteuerrunde in Chicago. Und mit mir heute dabei ist noch ein Mensch, Jonathan Bauer, und wir werden heute sehen, ob ich das hinkriege, dass ich ihn zum Vampir machen kann. Kann sich ja mit Händen und Füßen wehren. Mal gucken, ob das funktioniert. Jonathan Bauer wird gespielt vom Mischka, und ich blende den Mischka jetzt auch mal ein. Moment. Der hat auch ein Bild. Hallo? Ja. So sieht. Jetzt hat er auch keinen Ton. Jetzt hat er Ton. Ei, gutes zusammen. Ja. Okay, legen wir direkt mal ein bisschen los. Ich habe ja am Anfang schon ein bisschen was erzählt im Intro über den Jonathan Bauer. Vielleicht beschreibst du noch einmal ein bisschen, wen du denn da eigentlich spielst, was du gerade machst, was du beruflich tust und einfach, wie es dir gerade geht in Chicago, damit wir ein bisschen reinkommen in die ganze Sache. Ja, also na gut, ich bin der Jonathan, und ich sollte eigentlich, wie mein Vater das von mir gerne gehabt hätte, der ist Anwalt, und ich sollte natürlich auch Anwalt werden, aber ich habe mich schon so immer quasi zu dem Übernatürlichen hingezogen gefühlt, und als ich dann herausfand, dass man in Good Old Germany in Freiburg Parapsychologie studieren kann, habe ich die Möglichkeit beim Schopfe gepackt und meinem Vater natürlich was von Auslandserfahrung und über die komplexe deutsche Sprache erzählt. Und so kam ich dann vor einigen Jahren nach Deutschland, nach Freiburg, und habe dort meinen Bachelor und Master gemacht und zum Schluss nochmal, weil mir die Stadt einfach so gut gefiel, meinen Doktor dran gehängt. Und jetzt kann ich mich nicht länger drücken, und ich musste zurück nach Hause. Allerdings habe ich schon ein wenig geleistet, möchte ich sagen, in dieser Zeit. Und zwar habe ich
einen Book Award bekommen von der PA, von der Parapsychological Association, im letzten Jahr. Das war noch vor meiner Doktoranden, also bevor ich meinen, ihr wisst schon, Doktor gemacht habe. Und über das Thema extrasensorische Wahrnehmung. Und schreibe ich. Weil extrasensorische Wahrnehmung wissen wir natürlich alle, was das bedeutet. Na, ihr wisst schon so, nicht sehen und nicht schmecken und nicht fühlen, sondern bei den Deutschen habe ich da einen sehr schönen Begriff dafür gelernt, der siebte Sinn sozusagen. Ah, okay. Und du hast da auch ein Buch drüber geschrieben, was sich ganz gut verkauft, oder? Ja. Nun, in Fachkreisen ist es anerkannt, weil ich ja, wie gesagt, diesen Book Award bekommen habe, dieser Association. Es ist jetzt nicht so wie von Stephen King oder also so ein Bestseller auf der Liste, aber in Fachkreisen ist es einigermaßen angesehen, ja. Ja. Und was machst du jetzt gerade so, um dein täglich Brot zu verdienen in Chicago? Wie gesagt, ich verdiene ein wenig an den Buchverkäufen. Natürlich ist meine Familie generell nicht besonders arm. Ich habe mir eine kleine Wohnung gesucht, abseits von dem Hause meiner Eltern, damit ich Muße habe, an diesem Werk weiterzuarbeiten, beziehungsweise die Fortsetzung zu schreiben. Ich mir dachte, fiel mir so ein Titel ein wie Extrasensorische Wahrnehmung für Dummies. Okay. Ja, und schreibst also weiter an deinem Buch und hast dich häuslich niedergelassen in Chicago in deiner neuen Wohnung. Beschreib doch mal irgendwie, wo die ungefähr liegt oder so. Was, ist das ein besseres Viertel oder ist die groß oder ist die klein? Gibt es da schon viele Einrichtungen oder musst du alles noch besorgen oder wie ist das? Ja, tatsächlich ist die Wohnung nicht besonders klein. Sie hat zwei Zimmer, Küche, Bad. Wobei das Wohnzimmer einen wunderschönen Erker hat und das Haus hat mich sehr angesprochen. Es hat einen sehr alten Stil, aber ist wunderschön verziert und im Erdgeschoss ist ein Fastfood-Restaurant, was mir das Leben so ein wenig erleichtert. Und das Viertel ist, ich würde jetzt mal sagen, normales Arbeiterviertel. Es ist jetzt nicht gehobene Klasse, ist aber auch kein Slum. Was mir wichtig war, dass eine Kendo-Schule in der Nähe ist, weil bei den Deutschen habe ich etwas sehr schätzen gelernt, obwohl ich ja sonst sehr leidenschaftslos und hobbyfrei bin. Ich war dort in einer schlagenden Verbindung. Und habe dort das Säbelfechten gelernt. Und das liegt mir so gut, dass ich auf jeden Fall das weiter betreiben möchte. Und deswegen war ich ganz froh, dass eine Kendo-Schule in der Nähe ist, damit ich irgendwann meinen Mitverbindungsleuten von der schlagenden Verbindung Bruderschaft Teutonia in Freiburg mal meinen Fortschritt präsentieren kann, wenn wir uns da eventuell in ein paar Jahren nochmal zusammenfinden sollten. Ja, auch bei den alljährlichen Treffen vielleicht. Führt dich dein Weg nochmal zurück nach Deutschland, wer weiß. Ja, du hast es dich dir häuslich eingerichtet. Wie lange bist du schon zurück in Chicago? Drei Monaten, ne? Drei Monaten, genau, richtig. Ja. Hast du wahrscheinlich auch gerade schon irgendwie Kabel legen lassen und für den Amerikaner ist das ja immer ziemlich wichtig, Kabelfernsehen zu haben. Und Internet und so Telefon muss natürlich auch noch besorgt werden. Und hast du ein Auto? Nein, nicht, aber da ich in der City von Chicago quasi wohne, ist öffentliche kein Thema, ist auch eine U-Bahn-Station ein paar Blocks entfernt. Mhm. Ja, gut. Das ist kein Problem, ich weiß auch nicht, ob ich mir ein Auto besorgen würde. Du schreibst irgendwie an deinem neuen Buch, hast dir vielleicht in deinem Apartment eine Ecke eingerichtet mit so einem schönen Eckschreibtisch oder so, wo man viele Bücher stapeln kann, die man braucht. Man muss ja wissenschaftlich arbeiten, auf andere Literatur verweisen können. Und arbeitest ziemlich
ziemlich ausgelassen, ziemlich viel auch an deinem neuen Buch, aber du hast in letzter Zeit so ein bisschen eine Schreibblockade. Irgendwie geht es nicht richtig weiter. Ja, Inspiration. Die Tage vergehen und du erwischst dich immer mehr daran, wie du irgendwie mehr mit im Internet herumsurfst und auf Streaming-Seiten oder sonst irgendwas landest, deine Zeit zuzuschlagen. Dabei wolltest du eigentlich recherchieren, aber du erwischst dich immer wieder dabei, wie deine Gedanken abschweifen und du kannst dich nicht so richtig konzentrieren auf deine Arbeit. Und da kommt es dir ganz gelegen, dass du eines Tages einen Anruf erhältst. Ein Buchhändler in Chicago hat davon Wind bekommen, dass du in Chicago bist. Und anscheinend ist das ein wahnsinniger Fan von dir. Wie hätte er sonst rauskriegen können, dass du jetzt in Chicago wohnst? Ich meine, wen interessiert das? Groß, ja. Aber er hat irgendwie deine neue Telefonnummer irgendwie rausgekriegt und hat dich angerufen und hat dir vorgeschlagen, eine Autogrammstunde abzuhalten. Für eine Lesung aus dem Buch und dann mit anschließender Diskussionsrunde und ebenfalls die Möglichkeit, dass Bücher signiert werden können oder so. Und ja, das hast du dankend angenommen, einfach um mal ein bisschen herauszukommen aus der Wohnung, vielleicht andere Leute kennenzulernen außerhalb des Kendo-Clubs und vielleicht ein bisschen Kontakte zu knüpfen auch, weil so ein Buchhändler als Kontakt zu haben, ist immer ganz gut. Außerdem hat er gesagt, dass er diese Stunde in der Universität abhalten möchte. Also er hat da Räumlichkeiten angemietet für eine Abendveranstaltung. Und warst schon lange nicht mehr an der Chicago Universität. Und warst du vielleicht mal in frühen Studienzeiten irgendwie, hast dich da vielleicht irgendwo mal versucht, bevor du dann deinen Weg nach Europa gefunden hast, wo man dein eigentliches Herzensblutfach dann auch studieren kann. Hast du vorher wahrscheinlich auch irgendwie normale Psychologie oder so, hast du wahrscheinlich vorher auch versucht? In der Tat musste ich meinem Vater erst beweisen, dass Jura mir so gar nicht liegt. Ich musste da erst mal ein Semester durch alles durchfallen und Genau, und das kommt dir sehr entgegen, irgendwie dann dich mal in die Uni anzumachen. Du hast für heute einen Termin mit dem Mann, der du sollst ihn irgendwie treffen vor der Uni. Und abends irgendwie so gegen 8 soll die Veranstaltung anfangen. Da hat er vorgeschlagen, irgendwie sich eine Stunde früher zu treffen und irgendwie alles einzurichten. Vielleicht noch einen Kaffee zu trinken oder so und ein bisschen durch die Uni zu schlendern. Und es liegt jetzt an dir, ob du das annehmen möchtest oder offensichtlich sagst du, ich komme erst um 8. Nee, das ist ja quasi wie ein Protégé, also wenn der mir da noch eventuell Connections zu anderen Verlegern oder Gleichgesinnten in Chicago, wo ich mich ja, also abgesehen davon, dass ich hier geboren wurde, aber wissenschaftlich gesehen nicht allzu gut auskenne, wäre das schon da so, ja. Wäre schon so deine Richtung. Ja. Ja, gut. Dann reist du per öffentlichen Verkehrsmitteln Richtung Uni. Und die Chicago Uni ist gar nicht so klein gelegen, nah bei einem Park gelegen und wunderschön. Nutzt vielleicht die Zeit, die letzten paar Meter, streckst vielleicht eine Station früher aus, noch ein bisschen durch den Park zu schlendern und triffst dann vor dem Haupttor der Universität tatsächlich den besagten Herrn. Der hat sich dir als, jetzt habe ich natürlich super vorbereiteter Meister, keinen Namen überlegt für den Herrn. Vielleicht währenddessen auf dem Weg durch den Park, ich meine, man ist eine Großstadt in den USA, man sieht schon den ein oder anderen schrägen Vogel oder Leute, die irgendeine Street-Performance machen, aber besonders die Traditionellen würden mir schon ein oder zwei schräge Blicke hinterherwerfen, da ich mich trotz meines Doktorandenstandes sehr gern in hautenges Leder kleide. Ich meine, ich habe natürlich auch die Figur dazu. Und auch einen schwarzen Lederzylinder nur mit einem glänzenden, mattschwarzen Lederzylinder mit einem glänzenden Band trage und die Zeit kontrolliere ich, ist dieses standesgemäß natürlich gehört, auf einer Taschenuhr. Ja, ich habe nochmal kurz dein Profilbild eingeblendet. Man sieht jetzt zwar nicht den Körper des Jonathan Bauer,
Aber man kann sich ihn so vorstellen, dass er wirklich auch der Zylinder aus sich aus dem Material Genau. Leder, ja, dass das alles Leder ist und es knautscht alles ein bisschen, wenn du dich bewegst und so. Und Genau. tatsächlich fällst du ein bisschen, na, du fällst nicht wirklich auf wie ein bunter Hund, aber guckst, da werden schon einige Studenten und Studentinnen werden dir merkwürdig hinterhersehen, wenn du da durch den nahe, durch das nahe Unigelände, durch den Campus marschierst, ja. Gerade bei mir in der Straße ist ja auch so mehr so die Vorgarten-Reihenhausregion und da ist auch eine Baptist Church, da werde ich schon eine andermal etwas böse angeschaut. Ja, weil schwarze Klamotten und dann auch Leder. Wer weiß, was der alles in seiner Freizeit macht. Genau. Welche Nachbarskatze, der abends frittiert und so. Ja. Aber dem ist nicht so. Der Herr, mit dem du dich treffen möchtest, heißt Winstler. Und ja, und ja, er hat irgendwie, er hat dir gesagt, wo ihr euch treffen könnt. Und er wüsste ja, wie du aussiehst, deswegen würde er auf dich zukommen, deswegen, ne? Und tatsächlich, als du dich dem Hauptgebäude, dem Haupteingang der Universität näherst, ist jemand ziemlich ausgelassen und fröhlich grinsend, der direkt auf dich zuläuft. Ein, ja, würde ich sagen, Mitte 40 Jahre alter Mann mit einem, ja, doch gepflegten Dreitagebart, kurzen, aber lockigen Haaren. Also Locken kann man erkennen, nicht so ganz kurz ist es nur auch nicht, aber kann man ja auch bei lockigen Menschen, kann man es auch, wenn die ein bisschen kürzer getragen werden, erkennen. Relativ buschigen Augenbrauen, ja, er ist nicht wirklich schlank, aber auch nicht wirklich dick. Er ist halt, ja, man sieht ihm an, dass er viel sitzt und sich nicht sonderlich viel bewegt. Sagen wir mal so, ja. Und er trägt einen Anzug mit Krawatte, richtig businessman-like sieht es aus. Und wirklich edle Schuhe, die wahrscheinlich auf die Entfernung, vielleicht ist das Krokodilsleder vielleicht sogar, oder das, ja, vielleicht ist das bestimmt Kunst, weil ist ja verboten und so, ne? Ja, und er stolziert so ein bisschen auf dich zu und ja, man sieht ihm an, der ist so ein bisschen Yuppie-like. Ist alles sehr teuer, was er da trägt. Und reibt sich so ein bisschen die Hände, hat auch so ein Exemplar von deinem Buch schon unter dem Arm und kontrolliert noch mal so im Außenumschlag so das Foto. Ja, das müssen Sie sein. Herr Bauer, hier drüben. Und um Ich dich würde herum, darauf die ganzen Leute hinzugehen. gucken alle so, was wollen die, was machen die denn? Spiel die für die Szene. Ja, reibe ich mir so die Hände, die Lederhandschuhe knarzen. Das käme jetzt drauf an, wer das genau wissen möchte. Ich bin's, Herr Winstler. Herr Winstler, Winstler. Dann. August Hallo. Winstler. Willkommen in der Stadt. Reichte die Hand. Mister. Künstler, sehr schön, ja, kontrolliert die Zeit auf der Taschenuhr. Oh ja, es sind ja auch sehr überpünktlich. Ja, angenehm und vielen Dank für Ihre Einladung. Das ist nett, also freut mich sehr. Also ich wusste jetzt nicht, dass sind Sie vom Fach? Ich bin ein Buchhändler. Aber ich habe ihr Buch mit hohem Interesse gelesen. Hohem Interesse, ja. Eine bahnbrechende Entdeckung, die Sie da gemacht haben. Wirklich gut. Sie haben diesen Preis dann nicht umsonst bekommen. Ich kann ihn nicht wirklich aussprechen. Es ist schon ziemlich lang und kompliziert. Aber ich hab mitgefiebert. Im Livestream. Sie wissen. Ja, ich verstehe. Das ist nett. Danke. Ja, schön, schön, schön. Und hier in dem Gebäude ist dann heute die, na, Sie wissen schon, Autogrammstunde. Genau. Wenn Sie hier mal hier in das Vorgebäude kommen wollen, dann siehst du halt wenn man durch die Haupthalle, in die Haupthalle eintritt, da sind auch ganz viele so schwarze Bretter und du siehst auch schon Riesenplakate, die er da wohl aufgehängt hat. Autogramm und Lesungen von und mit Jonathan Bauer. Und hat wohl richtig Werbung gemacht für das Event. Steht auch irgendwie ganz drauf, Hörsaal 2. Also, Und stehen auch einige Studenten vor und so, ja.
Und ja, ich habe sogar den Zweier-Hörsaal bekommen. Ja, und sie mussten extra eine Vorlesung von der mussten sie verschieben. Ja. Ja. Das tut mir jetzt aber leid für die Studenten. Das heißt, die müssten. Der Dekan ist ein alter Freund von mir, von der Schule, wissen Sie? Der schuldete mir noch einen Gefallen. Und wenn Sie schon in der Stadt sind, also ich wollte ja das Audimax haben, aber das ging nicht. Hat er gesagt. Ich denke, der dürfte 200 Leute. Die Augen ziehen sich hoch. Sie meinen so 200 Leute, vor denen ich. Nun gut, ich meine, der Award waren mehr, aber nun, ja. Ich dachte, das wäre eine kleine Autogrammstunde, wo man. Nun ja, wird schon. Nimmst du seinen Rucksack, den er auf dem Rücken hat, ein bisschen herunter, kramt ein bisschen rum und holt die Tageszeitung raus. Ich habe sogar hier eine Werbung in der Zeitung machen lassen, wenn Sie das noch nicht gesehen haben. Der hat so einen relativ großen Werbeartikel drucken lassen wohl. Es werden viele Leute kommen, ja. Ich hoffe das. Der Chicago Post. Ja. Also, habe ich heute wohl übersehen. Ja. Ja. Ja, aber vielleicht folgen Sie mir, wir haben ja noch viel Zeit. Vielleicht holen wir uns einen Kaffee to go hier von drüben, von der Cafeteria, und dann können wir ein bisschen nach oben schlendern, auf die Empore, und noch vielleicht gucken wir uns ein bisschen die Vorlesung da jetzt an. Ich weiß nicht, die da jetzt gerade läuft. Natürlich. Wissen Sie, ob die in dieser Cafeteria auch Tee haben? Bestimmt. Ja, bestimmt. Also ich trinke ja nur Kaffee, aber Tee ist auch. Ja, muss ich gestehen, da habe ich in Deutschland sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, und da gibt es gute Alternativen zu Kaffee. Also da, ja. Schauen wir mal. Ja, dann werdet ihr wohl. Die Hallen entlang schreiten Richtung Cafeteria, und er geht vor und zeigt dir den Weg. Du kennst es zwar noch irgendwie so ein bisschen aus deinem Semester, das du hier verbracht hast, aber es hat sich schon ein bisschen was verändert. Ist ja auch schon ein bisschen länger her, seit du hier warst und so. Ja. Alles er geht vor, und als ihr euch gerade durch die Türen der Cafeteria zwängt, rempelt dich jemand an. Entschuldigung. Ja, irgendwie fallen mehrere Bücher auf den Boden, und du blickst in das Gesicht einer jungen Frau. Ja, dann erstmal so. Ist anscheinend eine Studentin. Bis zu 3 Millisekunden Salzsäure und dann Salzsäule. Und dann würde ich natürlich mich hinknien und ihr beim Aufheben helfen. Das tut mir ganz furchtbar leid. Ich hatte meine Augen wohl woanders. Entschuldigung. Das war kein Absicht. Ich habe auch nicht wirklich aufgepasst. Also, ja. Ja. Tschüss. Danke fürs Helfen. Ja, dann Helfen. Viel Erfolg bei Ihrer nächsten Vorlesung oder was auch immer Sie jetzt vorhaben. Danke. Ich komme eh zu spät. Läuft dann schnell irgendwie den Gang herunter. Zeit ist relativ. Ja. Und ihr holt euch Tee und Kaffee, und Würde mal nachfragen, welche Teesorten die da haben. Ja, denke, und wahrscheinlich feststellen, dass sie keinen Brennnessel haben. Nein, sowas haben sie, sowas ausgefallen. Dann, entschuldigen Sie bitte, Mr. Winstler, ich bin sofort wieder da, wird halt raus zum Rauchereck, da wo die Bücher stehen, rumsuchen, ist bestimmt irgendwo eine Brennnessel, ausreißen und auf dem Weg rein, schon mal die Blätter abzupfen, und heißes Wasser bitte. Okay. Also in einem Glas, nicht also ein Behältnis für Tee, nur ohne Tee, weil Sie wissen schon. Mhm. Gut, ja. Ja, wird dann die Brennnesselblätter reinschmeißen und ein paar Mal umrühren, und dann mit Mr. Winstler mich setzen oder wo auch immer hin. Ja, also es gibt in diesem diesem Hörsaal gibt es in der Uni so eine Empore, wo man quasi so eine Art Zuschauerempore, wo man lang gehen kann oder sich verweilen kann und irgendwie als Zuschauer irgendwie der Vorlesung
lauschen kann, während unten in dem eigentlichen Hörsaal die Studenten so wie in so einem, ja, wie so eine Art Amphitheater sitzen. Kennt man ja so oft aus Hörsälen, wenn man das schon mal gesehen hat. Und ja, unten läuft anscheinend eine Geschichtsvorlesung über das, ja, über die hellenistische Zeit, Epoche. Und ja, und du stehst dann da und hörst eine Weile mit dem Winstler zu, als irgendwie lauter als es sollte, die Tür unten zum Vorlesungssaal zugeschlagen wird und es wieder ein lautes Rumpeln gibt und jemand wohl den Gang herunterstolpert Richtung ja, Richtung einem Sitzplatz. Der Hörsaal ist relativ gut gefüllt, deswegen muss die Person wohl relativ weit nach vorne. Und ja, du erkennst die Frau von eben wieder. Kommt wohl wirklich zu spät, ja. Mit schwärzlich mitleidiger Blick werfe ich darunter. So ging's mir früher auch. Ja. Ja, ihr seid nicht alleine auf dieser Empore, es stehen auch noch ein paar andere Leute da. Unter anderem ein etwas älter wirkender Herr mit sehr schütterem Haar, langem weißem Bart. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein alter griechischer Philosoph. Ja, das kann man sich nicht vorstellen. Er hat zwar nicht die Klamotten also eines alten Griechen an, sondern schon modernen Anzug und Krawatte. Aber so vom Gesicht und vom Körperbau, wie man sich so ein Aristoteles vorstellt, so ähnlich sieht er aus. Und er steht da mit einer relativ imposanten Gestalt. Es scheint ein Araber zu sein, der da steht. Auch mit dem typischen standesmäßigen, also mit einem Art Turban, also nicht wirklich Turban, ich weiß nicht, wie man es nennt, ne? Diese Kopfbedeckung und auch keinem Anzug, sondern diesen langen, wallenden Gewändern. Und die scheinen sich angeregt zu unterhalten über die Vorlesung da gerade. Nur du kannst ja mal einen Wurf machen, wenn du möchtest, du ein bisschen was mitbekommst von dem, was sie sich da erzählen. Ja, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit. Genau. Die Schwierigkeit ist hier 6. Mhm. Und Einsen negieren Erfolge. Ah, der letzte war eine 1. Das ist deswegen nur ein Erfolg. Ein Erfolg. Und dann bekommst du so ein paar Wortfetzen mit. Und die scheinen sich nicht wirklich über die Vorlesung zu unterhalten, sondern du bekommst mit, dass sie auf irgendetwas warten. Irgendwie unterhalten sich irgendwie, muss gleich kommen oder muss gleich da sein oder sowas, bekommst du mit. Gut, aus grundlegender Neugierde würde ich mal so einen halben Schritt näher gehen. Mhm. Und hören, wen die warten. Ich hoffe auf mich. Innerliche Aufgeregtheit. Und in dem Augenblick passiert halt die Situation mit der Frau, die da die Treppe herunterstolpert. Und der Philosoph, sag ich mal, deutet herunter von der Empore. Da ist sie ja. Das kannst du mir dann mitbekommen. Das ist sie. Und der Araber zieht so eine Augenbraue hoch. So. Interessant. Ich seufze innerlich. Die einzige Frau, mit der ich wirklich einen Körperkontakt hatte in den letzten 5 Jahren und ist besetzt. Und mach nochmal einen Wurf auf, wenn du noch weiter belauschen möchtest, ob sie noch was weiteres sagen. 3 Erfolge. Mhm. Dann bekommst du jetzt mit, dass der Araber sie wohl zu kennen scheint. Und du vernimmst das Wort Griechenland und dass er wohl lange gewartet hat, sie zu sehen und dass er dem alten Mann dankt, dass er sie ausfindig gemacht hat. Ich erinnere mich mal, wie alt ich sie geschätzt habe. Ja, die war Anfang, Mitte 20. Halt im typischen. Gut, lange ist relativ, aber. Ja. Lange
extrapoliere ich mal auf mindestens ein Jahr, war sie vor einem Jahr in Griechenland, ein alter Mann hat sie gesehen, waren die vielleicht verlobt und sie ist abgehauen. Ich würde den komischen Araber jetzt mal so ein bisschen mustern. Ja. Musterst ihn so von oben bis unten und das gucke ich mal, ob er das mitbekommt, dass er so angeglotzt wird. Du hast vielleicht ein bisschen Glück. Auf jeden Fall siehst du kurz, wie er auch zu dir herüber sieht. Und die kannst kurz dann, was du bis jetzt noch nicht gekonnt hattest, in sein Gesicht sehen. Er hat auch so einen Vollbart, wie man so einen typischen, wenn man es nicht besser wüsste, so eine Art Bombenleger vorstellen würde vielleicht sogar. Und ich bin ja ein typisch gebildeter Amerikaner, ich gehe schon mal ein bisschen in Deckung. Genau. Und er hat einen wirklich eiskalten, stechenden Blick. Der ein Koffer dabei? Nee, kein Koffer dabei. Gucke ich mal so seine Taille, ob die so ein bisschen ausgebeult ist, als man den Gürtel an hätte. Hat er wahrscheinlich nicht. Gut, gehe ich wieder ein paar Schritte von ihm weg und schau interessiert zu Mr. Winslow rüber. Die Gesprächsfetzen, die du mitbekommen hast, haben dir auch so ein bisschen den Eindruck verliehen, als ob der relativ emotionslos spricht. Fast schon wie so eine Art Roboter, würdest du sagen. Also der hat so relativ. Also er hat natürlich einen Akzent, einen arabischen Akzent. Aber irgendwie dadurch, du hast ja mitgekriegt, dass er die lange gesucht hat oder so, also irgendwie, dass er sich freut, aber irgendwie hat man diese Freude an der Stimme nicht erkannt, würdest du sagen. Ja, ja, und vor allem Araber sind ja alles nur nicht emotionslos, genau, normalerweise. Das fällt schon auf. Und der alte Mann irgendwie klopft dem halt auf die Schulter und sagt irgendwie, schön, dass ich helfen konnte und so, was macht man denn für ein, und dann guckt er sich so ein bisschen zu euch um, dann führt er den so ein paar Schritte weg und was er jetzt zu ihm sagt, kannst du nochmal gucken, ob du das mitkriegst? Drei Erfolge. Okay. Dann bekommst du mit, dass er sagt, was man nicht für einen alten Clans, und dann in dem Moment guckt er sich halt um und geht dann ein paar Schritte weiter und dann hörst du noch Familienmitglied so tut. Und die sehen wirklich nicht aus, als wären die verwandt. Na gut, könnte ja Schwibschwager oder so. Aber bei denen und Familie muss man immer aufpassen, so mit Blutrache und so. Geht da mal ungeheuer. Der Mr. Winsler scheint davon überhaupt nichts mitbekommen zu haben und schlurft irgendwie in dem Augenblick, wo du halt versuchst, noch das letzte Wort halt von dem Satz, den die beiden sprechen, irgendwie herauszuhören, hörst du ihn laut schlürfen an seinem Kaffee dann links neben dir. Und die beiden verlassen dann die Empore und gehen langsam heraus. Und ihr seid dann mit ein paar Studenten, die etwas sich irgendwie zurückhalten, wohl nicht unten sitzen wollen oder keine Ahnung was. Ein paar sogar schreiben hier oben sogar mit. Sind dann allein auf der Empore. Du wolltest eben was zum Mr. Winsler sagen. Ich würde ihn auf jeden Fall mal fragen, noch ein bisschen Smalltalk über das Buch auf jeden Fall halten. Mhm. Und wie es sich denn bei ihm im Laden vertrieben hat, ob das von Interesse gewesen wäre oder ob er Feedback von der Hörerschaft gekriegt hätte. Von der Leserschaft, meinen Sie? Leserschaft, ja. Ja. Also, das Buch verkauft sich nicht wirklich so gut, wie ich dachte. Ich habe eine wirklich große Anzahl bestellt. Aber irgendwie, ich habe ganz viel Werbung gemacht auch, aber ich weiß nicht, irgendwie meine Stammkundschaft in meinem Laden
Vielleicht kann ich hier ja neue Leute generieren, wissen Sie? Das macht mir Hoffnung, weil so ein Buch muss sich doch verkaufen. Natürlich, Mr. Winstler, Sie müssen ja auch betrachten, das ist Fachliteratur für einen sehr spezifischen Bereich. Meinen Sie, das wäre der Durchbruch, dass wir in Chicago endlich einen Lehrstuhl bekommen für diese Art von Wissenschaft? Sie wären doch der ideale Mann dafür. Haben Sie nicht mal überlegt, einen Professorentitel anzustreben? Wie gesagt, ich kenne den Dekan. Das ist einfach, wenn das hier ein Erfolg wird, oh, und er reibt sich so die Hände, das wird so toll. Also, schwelgt gerade so in Träumen. Also, eine Dozentenstelle wäre auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang, mit einem Professur direkt zu beginnen. Vielleicht nicht erstmal, aber schauen, wie das Thema ankäme. Allerdings hat das Thema Potenzial. Also im Gegensatz zu Deutschland hängen wir da sehr weit hinten dran. Und ja, also gerade bei meinem Fachgebiet, was ich ja in dem Buch ausführlich behandelt hat, die radialsensorischen Femtopartikel, da ist das USA ganz weit. Das hat mir einfach die Augen geöffnet. Ich muss sie dann nochmal loben. Ich hoffe, dass sie erst irgendwas aus dem fünften Kapitel lesen. Das war der Durchbruch, sage ich Ihnen. Und wissen Sie, meine Oma, ja, ich habe das früher nie geglaubt, aber die hat auch so eine Fähigkeit. Mit so Karten legen, das konnte die schon immer. Und ich habe mich immer als Kind gefragt, wie die das macht. Und da hat mir ihr Werk einfach, dass das alles richtig und wahr ist, was da passiert. Die würde ich gerne mal kennenlernen, wenn das möglich wäre. Mr. Bauer. Na, ich verstehe. Nun, kann man nichts machen. Ja. Aber vielleicht? Ja. Wer weiß. Ja, und ihr unterhaltet euch noch ein bisschen und schlendert dann auch weiter, als sich die Vorlesung langsam dem Ende nähert, dann auch wieder Richtung Ausgang der Empore. Und der Hörsaal leert sich wirklich ein bisschen. Dann, ihr seid dann unten vor dem Haupteingang und wartet, bis der Hörsaal sich geleert hat, damit ihr rein könnt. Und der Winstler fängt schon mal an die Türen irgendwie die Plakate aufzuhängen und so große Schilder mit so Pfeilen holt aus dem Rucksack draus, irgendwie hier zur Autogrammstunde von Jonathan Bauer und so. Hat keine Kosten und Mühen gescheut, hier richtig Werbematerial irgendwie anfertigen zu lassen. Und ja, auch die beiden von der Empore kannst du weil etwas weiter entfernt Richtung Cafeteria an einer Ecke stehen sehen, wie die sich weiter unterhalten. Und ja, die Studenten strömen aus dem Saal heraus, unter anderem halt auch die Dame von eben, um die es geht. Und ja. Da würde ich an der Tür auf sie warten und würde sie dann abpassen wollen. Mhm. Ja, kannst du gerne machen. Wie stoppst du sie? Ja. Ist etwas gedacht. So, also festhalten auf keinen Fall. Würde ich aber so vor ihr Sekunde, Moment. Hallo? Sie, ja, Sie mit den Büchern. Sie, wir sind eben. Also, Moment. Entschuldigung? Kennen wir uns? Ja, Ach so, doch. Guckt sie so. Wir haben uns. Hoch und runter, so. Sie sind doch der aus der Cafeteria, oder? Ja, das tut mir leid, aber ich habe, waren Sie vor einem Jahr oder so in Griechenland mit ein paar Arabern verlobt? Also nicht mit mehreren, sondern mit einem und der könnte einen Bruder haben oder, Sie wissen schon. Es tut mir leid, dass ich Ihnen so komisch anfalle, aber ich habe eben ein Gespräch in der Cafeteria und am besten jetzt nicht hinsehen, gehört von zwei Araber-mäßig aussehenden Empore. Also arabisch aussehenden Herren belauscht, die sagten, dass sie sich schon lange besuchen und irgendwas von Griechenland und irgendwas von Familienbruder oder Clansbruder oder. Das ist sehr spanisch für mich. Ich dachte, wir sollten das vielleicht wissen, nicht, dass ihr Ex-Freund jetzt hier ankommt und irgendwas mit Blutrache oder so und das, wo ich meine Autogrammstunde gebe, also das wollte ich halt echt, Sie wissen schon. Ich glaube kaum. Aber danke.
Gerne, gerne. Ja, falls Sie Interesse... sein? So ein Mann mit Bart und arabisch aussehen, mit so einem Umhang und... Ah. Ja gut, ich kenne viele Araber. Ich komme aus der Gegend. Und jetzt, wo du jetzt halt mehr Zeit hast, irgendwie sie zu... dir anzugucken, sie hat anscheinend wirklich so ein bisschen, ja, nicht wirklich arabische Züge, würde es eher sagen, halt so, sie kommt halt aus diesem Mittelmeerraum und das sieht man ihr halt an. Ne? Irgendwie vielleicht Israelitin oder Griechin oder Türkin vielleicht, irgendwie so aus der Ecke kommt sie. Und statt also vom Erscheinungsbild. Ja. Begriff von einem, der einem anderen aus seinem Clan, also ich nehme an, Familie ist gemeint, hilft, also nicht, dass es mich was angeht, ich wollte sie vielleicht nur vor Ärger bewahren, so, also, sie wissen schon. Nicht, dass ich wüsste, also, aber danke für die Warnung. Ja, gerne, also, und falls sie Interesse an, zeig auf irgendein Schild, wo mein Name und mein Buch drin ist. Da hängen jetzt ganz also viele, ja. Eben, Interesse daran, könnten Sie noch sitzen und, also ich stehe dann da vorne und rede und Sie könnten da sitzen und zuhören und, naja, als Angebot. Vielen Dank, aber ich muss leider lernen, Sie wissen. Ja, das sollte jetzt auch nicht, dass Sie meinen, ich wollte hier mit Ihnen irgendwie und nein, das war jetzt rein, Sie wissen schon. Ja, dann viel Erfolg beim Lernen und dreht sich auf dem Absatz rum. Ja, sie drückt sich so an dir vorbei. Ja. Gut, ja. Die Halle leert sich alles so ein bisschen und guckst dir noch eine Weile nach? Klar, das ist ja, wie gesagt, der intimste Frauenkontakt, den ich seit Jahren hatte. Oh Gott. Diese Nerds, ja. Und, ganz oder gar nicht. Ja, und ja, in der Tat läuft sie relativ nah an den beiden Gestalten vorbei, die du da beobachtet hast. Und sie gucken ihr auch weiter hinterher, machen aber keine Anstalten, sie irgendwie abzupassen oder so. Sondern irgendwie so 5 Minuten, ja, nicht ganz so, 2-3 Minuten, nachdem sie dann die Vorhalle irgendwie verlassen hat, laufen sie ihr dann auch hinterher. Also beziehungsweise nur der Araber läuft ihr hinterher und der andere bleibt stehen und guckt noch so ein bisschen im Raum herum. Verstehe. So, wir können jetzt rein, Wunderbar! Ach, jetzt, sie haben schon wieder ihre ganzen Getränkesachen hier stehen lassen. Rein und so, ist schon so halb drin und räumt so einen Kaffeebecher von den Tischen runter. Mr. Winsler, es tut mir leid, aber es sind Studenten da. Ich kann Ihnen natürlich zur Hand gehen. Ich bin ja jetzt hier nicht irgendeine Hollywood-Diva oder so. Ja, und ja, helfe ihm natürlich, den Kram wegräumen, weil das habe ich vor ein paar Wochen noch, ein paar Monaten noch auf der alten Uni gemacht. Mir fällt gerade ein, ich könnte eigentlich ja mal zeigen, wie die Dame aussah, die du da eben gesehen hast. Bitte, ein Traum. Ein Traum. Ein Bild davon. Nimm ich. So, gucken, ob das hinhaut. Jetzt ist bestimmt gleich. Oh, ne, da wäre ich weitergegangen. Ja. So, müssen wir wahrscheinlich wegen dem Delay ein bisschen warten. Ja, ja, klar. Kein Problem. Warte gespannt. Och, ja. Das ist ein bisschen zu dunkelhaarig, aber er ist halt mediterran und so. Ah ja. Ja. Gut. Da hätte ich die Bücher aufgehoben, ja, definitiv. Gut. Ja, dann geht ihr rein und versucht so ein bisschen die Tische leer zu räumen. Irgendwie, da findet noch ein paar Notizzettel, die irgendwie vollgekrickelt sind mit Hangman oder mit das Haus vom Nikolaus oder Tic-Tac-Toe. Und ja, du kannst dir dann vorne auf dem
ja, auf, vor der Tafel halt so deinen Tisch ein bisschen zurechtbauen. Und es kommen auch schon die ersten Interessenten, so ein paar alte Omas kommen rein und ein paar Studenten kommen auch rein, so ein relativ gemixtes Publikum. Irgendwie, die sehen aber teilweise wirklich schon sehr aus wie das Klientel, was parapsychologisch interessiert wäre, ja. die ganz sehr schon sehr klischeemäßig lassen die sich da schon nieder und unter anderem setzt sich aber auch der alte Mann von der Empore, der wie ein Philosoph aussah, in eine der Reihen etwas weiter nach hinten und ja, neben ihn 5 Minuten später oder so setzt sich ein anderer Mann, der dir merkwürdigerweise bekannt vorkommt. Du hast sonst nicht wirklich Bekannte oder sowas in Chicago oder so, aber den kennst du aus Europa. Du hast den auf dem Festival getroffen, wo du deinen Preis bekommen hast. Ah, auf dem Symposium. Kann ich mich an den Namen erinnern? Ja, das ist derjenige, der in deines... Ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen. Der Thaddeus halt, ja. Thaddeus? Ja. Thaddeus heißt er. Thaddeus und der Nachname ist für mich unaussprechlich, deswegen lasse ich ihn besser weg. Ja. Ja, okay. Wie wollt ihr einen Spielleiter ärgern? Senkt euch eine Hintergrundgeschichte mit ganz vielen Namen aus, die der Spielleiter nicht aussprechen kann. Auf der Wikipedia-Seite gibt es sogar einen Knopf, wo man den Namen aussprechen lassen kann. Ja, deswegen. Ja, gut. Dann würde ich mal zu ihm rüberschlendern. Mhm. Und so ein bisschen businesslike Gesicht, so selbstsicher, alle meine Mut zusammennehmen und betont locker auf ihn zugehen. Mhm. Guten Abend, Thaddeus, richtig, wir haben uns auf dem letzten Treffen der PA kennengelernt. Schön, dass Sie hierher gefunden haben. Sind Sie wegen der Buchvorstellung da? Ja, guten Abend. Natürlich bin ich wegen der Buchvorstellung da. Ich meine, ich kenne das Buch ja nun schon, aber ich habe hier ein Exemplar für einen guten Freund mitgebracht und wollte es signieren lassen. Oh, das aber kann ich direkt machen. Dann müssen Sie nicht gleich, also in der Schlange, Sie wissen schon, dass Sie haben ja bestimmt auch kostbare Zeit und so. Also Ihre Zeit ist also... Behandeln Sie mich nicht anders als andere Menschen, bitte. Das habe ich nicht verdient. Also, wenn Sie... Also, ich kann mich jetzt nicht an einen Vortrag von Ihnen auf dem Treffen der PA erinnern, aber ich... also, nun gut, wie Sie wünschen. Auf jeden Fall freut es mich aber, Fachpublikum, also geschätzte Kollegen sozusagen hier heute Abend und... freue mich natürlich nachher mit Ihnen dann auch in einer Diskussion, also mit dem ganzen Zuhörerschaft und Fachdiskussion einzutreten. Ja, mein Kollege hier ist auch sehr interessiert an Ihrem Vortrag. Oh, ist das so? Und dann gucke ich mal den Kollegen an. Ja, das ist wie gesagt der etwas ältere Philosophenmensch. Ja. Darf ich vorstellen, das ist Dr. Critias. Critias. Name aus dem Fachbereich oder kenne ich den? Also aus dem. Aus deinem Fachbereich ist nicht bekannt. Du hast wohl, als du mal durch das Vorlesungsverzeichnis der Uni geblättert hast, hast du ihn auch noch nie gesehen. Mhm. Also nicht wirklich wahrgenommen. Also ich meinte jetzt aus der parapsychologisch-wissenschaftlichen Welt, dass man den Namen schon mal gehört hat. Dr. Critias, sehr angenehm, Dr. Bauer. Schön, dass Sie hergefunden haben und ich hoffe, der Vortrag wird Ihnen zusagen und wir können hinterher nochmal in eine Fachdiskussion eintreten und ja. Er lächelt dich an und meint so, ich bin sehr gespannt auf die Vorlesung, Mr. Bauer. Ja. Dr. Bauer, natürlich. So viel Zeit. Ja, das ist... Titel sind Schall und Rauch, sagt man in Deutschland. Obwohl die Russen eher sagen, ohne Titel sind sie am allerwertesten. Also nicht wörtlich übersetzt, aber sinngemäß. Ja. Aber wenn Thaddeus so von ihnen schwärmt, dann
denke ich, habe ich meine Zeit gut angelegt heute Abend. Oh, das hoffe ich und wir werden auch, also es sind noch, ich gucke mal auf meine Uhr. Wie lange ist es noch, bis es losgeht? Ja, nicht mehr lange. Es ist auch relativ enttäuschend, also es sind keine 200 Leute in einem Saal. Ja. ja, es geht ja auch gleich los und sehen Sie von hier gut, würde mich mal so neben seinen Platz stellen, Kopf so rüberlehnen, nach vorne gucken, kein Kopf dazwischen wahrscheinlich. Mhm. Oh, das ist eine gute Sicht, dann wird Ihnen auch die Bildfläche nicht verdeckt und bis später dann. Ich bin gespannt nach vorne, auf Ihren Zweig der Wissenschaft. Freut mich, danke, danke. Und dann nach vorne geht es unmerklich, ich schweiß von der Stirn ein bisschen. Ist ja im Lederklamotten auch nicht unbedingt einfach so. Wie noch ein paar Scheinwerfer an, ist auch richtig warm dann vorne und ja. Gut, du könntest ja genau sind vielleicht eher kommen. Es sind 50 Leute gekommen, was schon ganz gut ist, glaube ich. Hey, das ist Woodstock, hör mal. Irgendwie der Winstler ist natürlich total enttäuscht, aber siehst ihm auch an, dass er da irgendwie so noch an der Tür steht und irgendwie so ein paar Studenten, die vorbeilaufen, noch reinbitten will, aber irgendwie das nicht so wirklich hinkriegt. Schon 10 Dollar Scheine verteilt. Ja, so ähnlich. Ja, Bob. Ja, ich würde dann vorne meine Lederjacke über den Stuhl hängen und mit diesen Tai-Chi-Atemübungen anfangen, also die Luft einziehen, auf die Zehenspitze stellen und Luft rausdrücken und dann mit den Fersen auf den Boden auftupfen. Okay. Ja, dann wirst du einen ausgiebigen Vortrag, Vorlesung halten oder einfach nur aus deinem Buch vorlesen. Und in der Tat gibt es danach eine angeregte Diskussionsrunde zu deinem Thema und besonders Thaddäus und auch der alte Mann, der Doktor Kritias, werden sich mit sehr, sehr imposanten und auch relevanten Fragen an dich wenden. Besonders der Doktor Kritias scheint, obwohl er ja anscheinend fachfremd zu sein scheint, scheint sich sehr für das zu interessieren, was du da herausgefunden hast und stellt Fragen, auf die du jetzt so gar keine Antwort hast direkt, die dir so ein Feld irgendwie des Weiterdenkens auftun. So der stellt so Fragen, an die du bis jetzt noch gar nicht gedacht hast und als ob er wüsste, woran du jetzt gerade arbeiten würdest, stellt er seine Fragen gezielt in diese Richtung und ist es nicht eher so und so, macht er dann, ne? Und dann hast du auf einmal so 3, 4, 5, jedes Mal, wenn er sich meldet und irgendwas fragt, und hast du so ein Aha-Erlebnis. Ja? Und hast du so eine Eingebung für die Arbeit, die du gerade machst. Das ist ein ausgezeichneter Ansatz, Dr. Kritias. Also, wenn Sie gestatten, würde ich das auf jeden Fall nochmal mitnehmen und vertiefen. Wenn Sie irgendwie eine Karte bei sich hätten, würde ich da auf jeden Fall mit Ihnen in Kontakt bleiben. Also, das ist sehr interessant und deckt sich auch, muss ich gestehen. Ich arbeite an einem Fortsetzungswert für mein Buch. Und das trifft sich, deckt sich sehr gut mit den Themen, die ich da behandeln will. Also wir sind da schon sehr nah beieinander. Obwohl er, wie gesagt, er fragt nur, er sagt nichts, er fragt dich Sachen, ja. Ja, aber er macht keine Fragen Aussagen oder so. Wichtiger. Aber er fragt und und du bist dir sicher, der muss irgendwas wissen über dein Fachgebiet, obwohl er das eben ja verneint hat. Sonst würde der nicht so fundierte Hintergründe nachfragen können. Ja, und er meinte dann irgendwie später zu dir, als es dann um das Signieren geht, irgendwie dann kommt er wieder mit dem Thaddäus irgendwie an deinen Tisch und meint so, sie haben eben nach einer Karte gefragt. So etwas besitze ich leider nicht. Das ist mir zu schickimicki, sagen wir mal. Wenn Sie mich erreichen wollen, mein guter Freund Thaddäus kann Ihnen da sicher weiterhelfen.
Sehr gut. Danke, danke. Es hat mich sehr gefreut und ich habe einen wirklich schönen Abend mit geistiger Anregung verbracht. Ich möchte Ihnen dafür herzlich danken, Mr. Bauer. Das freut mich. Ich hoffe, Sie öfter in den Hallen hier bewundern zu können. Nun, ich habe jetzt keine Vorlesung, die ich hier besuche. In der Tat kam meinem heutigen Begönner, dem Herrn Winster, die Idee, ob man nicht ein Seminar hier anbieten könnte zum Thema Parapsychologie, um diesen Wissenschaftszweig in den USA ein wenig zu festigen. Dann vielleicht ja. Die Frage ist natürlich, möchte man das so an die Öffentlichkeit bringen, was Sie da tun? Nun, Sie schreiben Bücher und halten Vorträge, deswegen ist es Ihnen ein Anliegen, es an die Öffentlichkeit zu bringen. Ich bin eher ein Mann der Forschung. Das Überlegen und das Nachdenken sind meine Dinge. Ja, da bin ich im Prinzip, also mit Ihnen so, aber irgendwo muss ja auch das Geld für die Forschung herkommen. Und da sind halt Bücher und Vorträge nicht die schlechteste Möglichkeit. Er seufzt und nickt dir zu und ja. Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, dann sagen Sie ruhig Bescheid. Ja, im Moment habe ich hier drin, rattert es gerade, also mehr als genug und stofftechnisch für mein neues Buch, aber auf jeden Fall habe ich eine Karte von Ihnen, Thaddäus? Vom Thaddäus? Ja, sicher. Und du merkst irgendwie, Thaddäus ist sehr, sehr aufgewühlt, als sie da nach vorne gehen, als du mit dem Dr. Kritias sprichst. Und ich guck gerade mal, was kann man da... Hab ich irgendwie das Gefühl, als wenn das ein Chef wäre irgendwie? Nee, mach mal Wits und Empathy. Mhm. Oh, nice. Das wird... fünf Erfolge nur. Ja, du sehr gut. Auf jeden Fall, dass dem Thaddäus das total unangenehm ist, dass der Kritias so mit dir redet. Dass du so vertraut meinst, oder? Ja, nee, so vertraut oder? Du erkennst so ein bisschen in seiner Haltung, in dem, wie er sich verhält und wie er gerade spricht. Und wie er sich auch wie er sich dreht zu euch beiden und wie er zuhört und versucht ein und andere Mal dir oder dem Kritias ins Wort zu fallen, lässt, wird dann immer abgewiegelt, ja. Er ist neidisch, würdest du sagen. Ein bisschen Zorn kommt dann am Ende noch durch. Und so, und als du dann sagst, hab ich eine Karte von ihnen, merkst du dann so eine Erleichterung in ihm aufkommen, so und sagen, dann kramt er schnell in seiner Geldbörse und zieht eine Karte raus und sagt, natürlich habe ich eine Karte. Also würde ich jetzt für mich mal kombinieren, dass der Kritias schon irgendwie der Gönner von Thaddäus ist und der Thaddäus quasi so als Zwischenebene sich etablieren will und nicht will, dass ich mit dem Kritias direkt Kontakt aufnehme und nicht eventuell sein lieberer Gönner Gönnling, wie auch immer das heißt. Könnte sein. Protégé wird. Wenn ja. Das wäre jetzt so meine Theorie jetzt mal. Wenn du das schließt, dann ist es so. Ja. Das wäre jetzt, wie gesagt, das wäre jetzt was ich mir denke. Ja, und der... Ob das jetzt die Wahrheit ist. Der Dr. Kritias wird sich herumdrehen und sagen, bis zum nächsten Mal. Und Sie können mich ruhig Doktor nennen. Kritias sagt kaum ein Mensch hier zu mir. Danke, Doktor. Ich hoffe, wir sehen uns wieder einen schönen Abend noch. Er reicht dir so die Hand und als du die Hand halt nimmst, merkst du, dass er sehr kalte Haut hat. Na gut, dem Alter. Und, ja. Ja. Dreht sich um und geht und der Thaddäus bleibt noch da stehen und reicht dir dann das Buch, was er mitgebracht hat. Der Mischer übersteuert. Ja. Das lässt sich vielleicht... Übersteuert? Gut zu wissen. Danke, dass es jemand sagt.
Danke, Löffel. Moment, dann werde ich mal ein bisschen was umstellen. Pause. Pause. Einer muss die Leute unterhalten. Gut, also. Ja, sag nochmal was. Test 1, 2. Hey, hey! So, jetzt müsste es besser sein, Löffel. Das musst du gleich mal. Primär sind die Besten. Primär sind die Besten. Primär sind ja. Okay, ja, wenn irgendwas ist mit Bild und Ton, irgendwie direkt reinschreiben, damit wir das direkt abstellen können. Das kriege ja, ich das nicht richtig. Mit. Ne? Ja. Immer ganz lieb, freuen wir uns mal. Ja. Thaddäus hatte ich eine Karte bekommen, hattest du gesagt? Genau, von Thaddäus hast du eine Karte bekommen und wie gesagt, der wird jetzt Buch relativ aufgeregt. Und ja. Also nicht aufgeregt, weil er dir eine Karte gegeben hat oder so, sondern eher so, dass die ganze Situation passt ihm nicht. Also dass du mit dem... Also negativ aufgeregt. Genau. Ja. Also, das, also oh, es passt ihm nicht, dass du so lange mit dem Kritias gesprochen hast und... ja. Ja, dann versuche ich mal ja, da irgendwie beschwichtigend zu wirken. Mhm. Also vielen, vielen Dank für Ihren Besuch. Das war wirklich eine Bereicherung, Thaddäus. Das war sehr gut. Sie haben mir da ganz viel Sachen zum Nachdenken mit auf den Weg gegeben. Ja, und er dreht sich nochmal so um und sieht dem Doktor hinterher. Und ja, vielleicht können wir morgen Abend bei einer guten Tasse Tee in einem Café in der Innenstadt unser Gespräch fortsetzen. Was meinen Sie? Sehr, 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 sehr gerne. Natürlich, natürlich. Ohne Probleme. Wann würde es bei Ihnen passen? Sagen wir so um 8:30, 9 vielleicht. Gerne. Und welches Café, wo wäre es Ihnen angenehm? In der Innenstadt gibt es ein Teehaus. Ein orientalisches Teehaus. Vielleicht ist das in Ihrem Interesse, vielleicht eine neue Art von Tee zu entwecken. Ich weiß, dass Sie eine Fable dafür haben. Das ist korrekt. Also ich stehe jetzt mehr auf Kräutertees, aber orientalisch hatte ich jetzt so noch nicht. Also gerne, gerne, gerne. Nun, mir ist der Name jetzt entfallen, aber es lässt sich relativ leicht herausfinden, wo es ist. Und ich denke, das werden Sie schon schaffen. Dann treffen wir uns morgen um 9 Uhr dort. Kennen Sie denn einen Straßennamen? Also, ich meine, ein orientalisches Teehäuser wird es ja so zwei, drei... den Straßennamen. Okay. Gut. Ja, dann wird der Tag irgendwie dann... Du signierst viele Bücher, du führst ein paar angeregte Gespräche noch mit Studenten auch, die auch ein paar Fragen haben, nicht so fundiert wie die, wie der Thaddäus und wie der Doktor. Aber du wirst auch noch da irgendwie ein bisschen was mitnehmen. Und ja, mach noch mal einen Wurf auf Aufmerksamkeit und guck mal, ob du noch was mitbekommst, ganz am Ende der Veranstaltung. Ja. Wahrnehmung, Aufmerksamkeit. Ja. Oh. 3. 3. Also nicht episch viel, aber gut. Ja, das geht schon. Du hast in der Tat noch den Araber gesehen am Ende der Vorlesung, wie er irgendwie, der saß wohl ganz hinten irgendwo in einer dunklen Ecke, irgendwo in einer abgelegenen Ecke. Und ist wohl ziemlich schnell dann auch gegangen, aber du hast ihn noch bemerkt, dass er noch zugehört hat. Und er hatte einen ziemlich zufriedenen Gesichtsausdruck. Okay, das nach meiner gut, natürlich hat er nach meiner Vorlesung einen zufriedenen Gesichtsausdruck gehabt, aber ja. Dass das jetzt einer vom Fach wäre, hätte ich mir jetzt nicht gedacht.
muss ich gestehen. Ja, und was machst du von dem mit dem Rest des Abends? Ich meine, wir haben es jetzt auch schon ziemlich spät. Es hat ja auch ziemlich spät angefangen, die ganze Veranstaltung. Ja, also auf jeden Fall war das ja für mich ein extrem erfolgreicher Abend. Also mal erstens eine junge, hübsche Frau getroffen. Kontaktierte was. Genau. Mit ihr geredet. Kontaktierte was. Das ist ja sowieso schon mal. Also das Anrempeln war schon das Highlight, aber dann noch mit ihr reden. Ja. Und dann natürlich der Kontakt zu Thaddäus und Dr. Kritias, auf jeden Fall. Das würde ich auf jeden Fall feiern heute Abend mit einem schönen fetten Burger bei Big und Littles bei mir im Erdgeschoss. Eigentlich bin ich abends nicht mehr so der Vielesser, aber das, da gönne ich mir vielleicht sogar noch ein alkoholfreies Bier dazu. Also ein Bud Light. Ja. Okay. Also lässt es so richtig die Sau raus. Aber richtig krachen heute. Ja, gut, dann wirst du das machen. Und auch der nächste Tag ist relativ ereignislos. Du schreibst dir vielleicht schon ein paar Sachen, die du gestern irgendwie während der Vorlesung irgendwie die Impulse vielleicht schon so ein bisschen auf und arbeitest relativ gut, also so gut, wie du seit langem nicht gearbeitet hast an deiner Arbeit. Und dann nähert sich das Ganze wieder dem Abend und du fährst wieder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstadt, in die besagte Straße. Findest dieses Teehaus auch relativ schnell. Es ist klein, aber wohl ziemlich beliebt. Und und gehst herein und wirst direkt ein bisschen überfahren von den verschiedenen Düften und von der Dekoration. Es ist wirklich sehr geschmackvoll eingerichtet. Und überall gibt es so kleine finstere, nicht wirklich finster, aber so schattige Separés, wo Leute da halt an so runden Tischen hocken und Wasserpfeife rauchen mit den verschiedensten Geschmäckern. Das ist auch als Raucherclub deklariert. Das hast du wohl bei der Recherche rausgefunden, dass man hier sogar auch Zigarren rauchen kann und sowas, ja. Ist ja in den USA auch nicht immer überall erlaubt. Und tatsächlich in einem von diesen Separés sitzt auch der Thaddäus und hat sich schon einen Mokka bestellt. Okay. Ja, dann will ich zum Hingehen und sagen, guten Abend, Thaddäus, Sie sind ja schon da, Sie sind aber früh. Oder guck doch mal auf die Uhr, ob ich nicht viel zu spät bin. Ich habe mir erlaubt, schon etwas früher hier zu sein. Ich habe nicht damit gerechnet, dass so wenig Verkehr ist. Waren Sie auch mal in Deutschland auf der Hochschule oder geschäftlich? Weil dort legt man sehr viel Wert auf Pünktlichkeit und ist lieber 5 Minuten zu früh als zu spät. Da könnten sich so manche Leute aus den Staaten ein Scheibchen abschneiden. Ich glaube, das ist eher Zufall, aber meine Wurzeln liegen tatsächlich in Europa, wenn Sie danach fragen, Mr. Bauer. Ah. Dr. Bauer, und, nicht. Genau, wenn ich fragen darf, eher Richtung England oder? Eher in den östlichen Staaten. Oh, das ist interessant. Aha, interessant. Ich weiß gerade nicht den Hintergrund von dem Mann meines Staat nicht. Polen, du Warschau. Du musst mal sagen, wo er genau herkommt. Polen, Warschau. Genau, kommt aus Polen. Ja, aber dann ist es ja schon in der gleichen Ecke beheimatet. Ja. Sagen Sie, Mr. Bauer, haben Sie etwas mitgenommen aus der Veranstaltung gestern? Das würde mich sehr interessieren, wie Sie vorankommen mit Ihrer Arbeit. Ah, Sie meinen geistig mitgenommen? Ja, natürlich. Ich habe heute sehr, sehr große Sprünge auf meinem Gebiet gemacht. Das muss man gestehen, ja. Ich dachte jetzt schon mitgenommen. Ich dachte, ich hätte das vergessen oder so. Nein, wirklich. Sehr, sehr, sehr gut. Also ich habe dort viele neue Ansatzpunkte heute recherchieren können. Danke. Ich gehe mal wieder nur auf ihn ein und nicht auf den Dr. Kritias. Dank Ihren Fragen und Einwürfen, sehr gut, sehr gut. Sie müssen wissen,
ihre Arbeit hat mich auch sehr inspiriert. Und ich arbeite zwar nicht im selben Gebiet wie sie, nicht wirklich, aber ich könnte ihre Arbeiten doch sehr gut verwenden, zum Teil für das, was ich tue. Und was genau machen Sie, wenn ich fragen darf? Nun, das ist noch geheim. Ich möchte ja nicht, dass ein Verein, dass an den jemand anderes zuerst auf die gleichen Ideen kommt wie ich. Wer will das schon? Das ist das Höllenszenario, möchte ich mal sagen, für jeden Wissenschaftler. Wird in bestimmten Kreisen für ein ziemliches Aufsehen sorgen, würde ich sagen. Allerdings bin ich in eine Art Sackgasse geraten. Das muss ich zugeben. Meine Forschungen stocken ein bisschen. Und ich frage mich, ob Sie mit Ihrer Expertise auf Ihrem Gebiet mir nicht ein bisschen zur Hand gehen könnten. Also unter nahezu Kollegen, natürlich. Meine Zeit ist jetzt nicht aber ja, könnte ich. Das freut mich. Und ich bin erleichtert, dass Sie so antworten. Ich meine, vielleicht hätten Sie ja keine Zeit gehabt mit all Ihren Forschungen und Ihrem neuen Buch, das Sie schreiben. Aber ich wäre Ihnen wirklich sehr verbunden, wenn Sie sich zumindest einmal ansehen könnten, woran ich arbeite. Das ist vielleicht hier zu besprechen etwas kompliziert. Dazu müsste ich Ihnen die Versuchsanordnungen zeigen können. Und wie gesagt, es ist noch in der Erprobungsphase und in der wissenschaftlichen Erprobungsphase. Und es wäre gut, wenn es nicht unbedingt an die Öffentlichkeit gelangt. Okay. Durch meinen Kopf gehen gerade Bilder, Versuchsanordnung. Hoffentlich macht er jetzt irgendwie sowas wie ein Witchboard oder sowas in der Art, so ein Kram. Naja, also anschauen ist kein Problem. Natürlich müssten wir jetzt da nochmal über die Modalitäten sprechen. Thaddäus, wie viel Zeit Sie benötigen. Natürlich kann ich Ihnen hier und da unter die Arme greifen. Und also ich biete Ihnen an, dass Sie in den nächsten Wochen, in denen Sie hier sind, vielleicht Monaten oder vielleicht wird es sogar Jahre dauern, von der Organisation, für die ich arbeite, wirklich äußerst lohnhaft ausgezahlt werden können. Es wird Ihre täglichen Ausgaben sicher decken können. Och, lohnhaft? Na, also, ja, also, ich kann Ihnen da bei der Forschung assistieren und bekomme Bezahlung. Und natürlich bekommen Sie eine Bezahlung. Aber es ist jetzt nicht irgendwie eine 80- oder 100-Stunden-Woche. Das hängt davon ab, wie sehr Sie an dem Themengebiet interessiert sind. Nun schon, aber ich wollte schon zweimal die Woche zu meinem Kendo-Unterricht und nun ein bisschen Freizeit, Sie verstehen. Nun, dass ein bisschen Zeit zum Ausruhen braucht bestimmt jeder. Allerdings drängt die Zeit ein bisschen für Ihre Zusage, deswegen würde ich Ihnen gerne heute Abend noch zeigen, woran ich arbeite. Aber ich kann mir das erst anschauen und danach dann sagen, Sie ob ich dort mitarbeiten will. Sie können natürlich danach entscheiden. Also nicht, dass Sie jetzt irgendwie mal ganz abstrus so welche wie in dem Kinofilm Ghostbusters hier mit irgendwelchen Lasershows und dann denken Sie, würden damit Geister jagen. Es ist rein hypothetisch. Also man soll ja nicht das Pferd ohne Zähne, Sie wissen schon, also die Katze im Sack quasi kaufen. Nein. Da, deswegen, also ich... Wissen Sie, und er schaut dir lange in die Augen und blickt sich dann so ein bisschen um und es kommt dir ein bisschen strange vor, wie er gerade irgendwie handelt. Und er scheint die Situation in dem Lokal gerade ein bisschen abzuschätzen, blickt dir dann in die Augen. Ich gebe Ihnen einen kleinen Vorgeschmack von dem, woran
Ihre Arbeit sein könnte, Mr. Power. Natürlich. So, dann blickt er dir ganz tief in die Augen und nimmt dann den Finger so vor dein Gesicht und geht so langsam damit nach unten. Und dein Blick, weiß nicht, möchtest du den Blick auf den Finger lassen? Ja, klar. Ganz geht so langsam damit nach unten. Und als sich dann dein Kopf so ein bisschen senkt, siehst du dann irgendwie, kommt in dein Blickfeld halt die untere Kante des Tisches. Und dir entgegen kommt deine Teetasse. Die schwebt nach oben. Und sofort macht er eine schnippische Handbewegung und sie fällt auf den Boden und also auf den Tisch und scheppert ein bisschen und du bist wieder klar, du warst vorher so ein bisschen daneben. Würde erst mal eine Teetasse riechen? Ich kann jetzt keine Narkotika dort. Es riecht nicht süßlich. Ist das, was ich jetzt denke, ist das gerade, ist die Tasche wirklich, also... Was meinen Sie, was Sie gesehen schon? Haben, Mr. Bauer? Würde mich so rüberbeugen? Links, rechts gucken. Telekinetische Manipulation. Interessant. So etwas gibt es nicht, Mr. Bauer. Und er zieht so dann die Augenbrauen hoch. Verstehen Sie jetzt, warum ich nicht darüber reden möchte? Na klar, ich verstehe das total. Es ist ja auch schon spät, Mr. Tadeus. Lass es uns gehen. Könnten wir ja zumindestens, Sie wissen, so, also, ja, die müssen bestimmt gleich hier putzen. Oh, Sie haben es aber eilig, Mr. Bauer. Gut, ich werde die Rechnung kommen lassen. Und ja, klatscht so den Kellner heran. Und bezahlt und ihr verlasst dann zu zweit das Teehaus. Und ja, er hat in einer Seitenstraße geparkt. Er hat einen ziemlich alten Chevrolet. Noch mit Zwischengas. Und richtig, so ein richtiger alter Oldtimer, den er da besitzt. Und als er den Motor anschmeißt, rattert das Ding lauter vor sich hin als so mancher Truck. Und ja, ihr fahrt laut mit einem laut knallenden Auspuff und viel, viel Umweltgift in die Luft blasend Richtung Osten, wie ein Highway entlang. Oh, okay. Richtung... Aus dem Zentrum raus. Mhm. Richtung Vorstadt. Oh. Wird das noch eine längere Reise, Thaddäus? Weil ich muss noch die Katze meiner Nachbarin heute Abend füttern. Die ist in Urlaub. Ich dachte jetzt nicht, dass wir... Aber die kann auch bis morgen früh ohne Futter. Das Er blickt zu dir herüber und sagt, alles wird gut, Mr. Bauer. Und ja. Ja. Ihr fahrt und verlasst das Stadtgebiet von Chicago. Ja. Und fahrt in Richtung der Nachbarstadt. Und je weiter ihr irgendwie jetzt über die Landstraßen fahrt und euch in die nächstgelegene Stadt bewegt, die Gary heißt, desto verwahrloster wird die Gegend. Also, wo Chicago noch eine blühende Stadt war, eine florierende Stadt war, wo Menschen sind, ist also hier, du siehst eine Häuser, ja, würdest schon sagen, Ruine nach der anderen. Du warst ja ein bisschen auch in Osteuropa unterwegs und du hast da bei weitem nicht so viel Verfall und also das ist so wirklich, als wäre es hier, das ist von fast eine Geisterstadt, würdest du sagen. Hier ist kein Mensch auf der Straße, verfallene Häuser, ungepflegte Straßen, teilweise irgendwie mit richtig fetten Schlaglöchern drin, was in diesem alten Auto auf jeden Fall auffällt. Und
nur jede dritte Straßenlaterne scheint zu funktionieren. Und das ist wirklich irgendwie das heruntergekommenste Kaff, was dir jemals untergekommen ist. Und fahrt an einem großen Gebäude vorbei, wo dick Hotel draufsteht, Hotel Paradiso. Und du siehst irgendwie die eingeschlagenen Fensterscheiben und die Graffitis, die an das Ganze dran gesprüht sind. Und ja, aus deiner Jugend, als du hier früher warst, war Gary irgendwie, ist ein florierendes kleines Städtchen neben Chicago, wo viele Stahlarbeiter gewohnt haben, wo das eigentlich ganz schick war, aber das hier, das ist so abgefuckt. Ja, also du hast nicht gedacht, dass ich in den paar Jahren, in denen du weg warst, gut, es waren Jahrzehnte, die du weg warst, diese kleine Stadt so, ja, so heruntergekommen ist. Ich bin erschrocken, dass es hier so fürchterlich aussieht. Ich hoffe, die Bewohner dieser Gegend sind nicht so verwahrlost wie die Gegend selbst. Ja, und in dem Augenblick siehst du auch irgendwie einen Penner auf der Straße, irgendwie einen Afroamerikaner mit so ein paar Lumpen, der so einen Einkaufswagen vor sich her schiebt. Ja. Und die Straße überquert. Und ja, irgendwie, ja. Und Thaddäus wendet sich so an dich, das ist die Auswirkung der amerikanischen Wirtschaft, die Sie hier sehen können, Mr. Bauer. Gut, ich hab, das ist das, was der Kapitalismus aus Amerika macht. Es ist gut, dass dieser Trump, der jetzt gewählt ist, der möchte die Stahl- und Kohleindustrie wieder groß machen. Vielleicht ist das eine Chance für diese kleine Stadt. Ja, aber wenn er die Industrie wieder stark machen möchte, wäre das dann nicht auch weiter Kapitalismus? Ich meine, nicht offshore, aber... Ich bin da nicht so bewandert in dieser Art von Philosophie. Ich sehe nur, was hier passiert. Ja, das ist grauenvoll. Ich hoffe, hier trägt niemand eine Waffe. Damit habe ich jetzt... Mit Sicherheit werden Sie hier ein paar Leute mit Waffen treffen. Aber keine Sorge. Ach, ich mache mal ein Türknöpfchen runter. Keine Sorge, ich bin bekannt hier in dieser Gegend. Mich greift niemand an. Ist das so? Dann bin ich ja. Und er biegt in eine weitere Straße ein und bleibt vor einem Haus stehen, das noch halbwegs intakt aussieht. Und fährt in die Einfahrt und meint dann, wir sind am Ziel, Mr. Bauer. Hier? Wie sieht das Gebäude aus? Wie gesagt, im Vergleich zu den anderen Häusern, an denen ihr schon vorbeigefahren sind, sieht es noch relativ intakt aus. Also es hat vier Wände, ein Dach, was nicht abgedeckt ist und die Fenster sind in Ordnung, Fensterladen sind gerade zu, aber es sind auch keine Graffitis da. Der Vorgarten sieht ein bisschen verwahrlost aus, aber sonst noch halbwegs in Ordnung. Ich bin leider nicht wählerisch, was meine Laboratorien angeht. Und hier ist man zumindest ungestört. Das können Sie ja wohl sehen. Wer hier hintraut, der möchte schon wirklich etwas suchen. Und ich denke, das bekommt man früh mit. Verstehe. Ja, aber gut. Ja, dann lässt er dich herein und das innere Leben des Hauses ist ganz im Gegensatz zum Äußeren, also das ist auch schon so ein bisschen heruntergekommen, also abblätternder Putz und so sieht man draußen schon, ist relativ gut eingerichtet, du siehst sehr alte Möbel, irgendwie die vielleicht aus der Kolonialzeit sogar stammen könnten und sehr geschmackvoll eingerichtet, auch relativ teure Teppiche irgendwie auf dem Boden und über mit Büchern. Es sind ganz viele Regale, fast alle Wände sind zugestellt mit Regalen, wo wirklich alte Bücher drinstehen. Und wenn du den Raum betrittst, hast du auch diesen Duft von altem Buch, den man so bekommt, wenn man in so alte Bibliotheken hereingeht, kennst du vielleicht, ne?
Da kommt dir dieser Duft von alten, von Pergament, von altem Leder, von altem Buch entgegen. Und wirklich, du siehst dich um und hier ist kein einziges dieser Bücher, was hier in den Regalen steht, ist modern gebunden. Es sind wirklich alte Bücher, die hier stehen. Das ist eine wirklich beeindruckende Sammlung, die sie dort ihr eigenen. Ja. Es gehört nicht alles mir, da muss ich zugeben. Nun, kommen wir zum Geschäftlichen, Mr. Bauer. Ja, Thaddeus, ja. Sie haben Interesse daran, diesen kleinen Trick zu lernen? Bitte wie? Ich dachte, Sie erklären, was Sie mir erforschen. Sie erklären mir, was Sie erforschen, meine ich natürlich. Nun, ich arbeite an dieser Art von Trick. Nun, es ist nicht wirklich ein Trick, es ist Magie, würde man vielleicht sagen. Es ist, klingt unwissenschaftlich, ich weiß. Sie glauben, braucht Magie. Aha. Ja. Sie haben dasselbe gesehen in dem kleinen Lokal. Das könnte eine Verschiebung eines Magnetfelds gewesen sein oder eine Polaritätsumkehrung im Gravitationsfeld. Noch während du sprichst, macht er eine rückartige Bewegung nach rechts und zieht den Kerzenkronleuchter, der auf dem Tisch steht, quer durch den Raum, durch die Luft in seine Hand. Das wäre jetzt schon ein sehr großer Zufall, wenn das jetzt hier wieder passiert. Und Sie können das steuern? In der Tat kann ich das. Und Sie können das auch, Mr. Bauer. Ich biete halt die Hand nach dem Kronleucht aus. Ah, so einfach ist es nicht. Sie müssen erst zustimmen. Ich biete Ihnen Macht, Mr. Bauer. Ich biete Ihnen die Möglichkeit, an etwas teilzuhaben, was viel größer ist als alles, woran Sie bisher gearbeitet haben. Und natürlich sollen Sie auch entlohnt werden für Ihre Mühen. Nur, dass wir uns jetzt verstehen, das hat jetzt nichts irgendwie mit Drogen zu tun oder so. Nein, natürlich nicht. Das lege ich ab. Ach so, na gut, dann. Es hat etwas mit Magie zu tun, Mr. Bauer. Sie wollen mir Magie beibringen. Das möchte ich. Und ich möchte, dass Sie mit mir erforschen, wie man diese Magie noch stärker macht. Erforschen? Ich lerne Magie, ich erforschen, ich kriege Geld dafür. Ja. Ja, und in dem Moment, wo du Ja sagst, hält er wieder so den Finger vor dich, ja, so. Und sagt, kommen Sie mit, Mr. Bauer. Lauf den Finger hinterher. Ja, und er geht in den Nebenraum und da steht, der ist sehr spartanisch eingerichtet. Und in der Mitte steht eine kleine Anrichte, so eine Art Tisch, würde ich sagen. Also, man könnte es fast schon Altar nennen, so reichlich geschmückt ist der. Weiße Tischdecke drüber. Und in der Mitte davon steht ein unverzierter hölzerner Becher. Aha. Bitte gehen Sie, Mr. Bauer. Wohin? Setzen Sie sich an den Tisch, bitte. Natürlich, natürlich. So den Tisch rumgehen, guck, ob ich irgendwelche Willen. In dem Moment, wo du an ihm vorbeiläufst, packt er dich von hinten, reißt dir den Kopf zur Seite. Moment! Und beißt dir in den Nacken. Ja! Und obwohl, im ersten Augenblick ist der Schreck da natürlich, dieses Und danach fühlt das Ganze sich, also danach kommt eine Schlaffheit in deine Bewegung, weil das fühlt sich unglaublich gut an. Und du willst, dass es nicht mehr aufhört. Du musst
denkst daran, genau wie ein Junkie, der gerade voll auf dem Trip ist, genau. Und es hört nicht mehr auf, und es hört nicht mehr auf, und im ersten Augenblick denkst du so, oh, wie schön ist dieses Gefühl, das ist das Beste, was du jemals gefühlt hast. Und dann schleicht sich so langsam in dein Unterbewusstsein der zweite Gedanke, der aufkommt, weil du schwächer wirst. Mit jedem Schwall an gutem Gefühl, was durch deinen Körper dringt, dringt gleichzeitig eine Warnung in dein Unterbewusstsein. Stopp! Jetzt ist es zu viel. Nicht mehr, nicht mehr. Und du willst aber mehr. Du willst, dass er weitermacht. Und dann merkst du, wie du noch schwächer wirst und noch schwächer. Du sinkst quasi fast schon schwach auf den Boden, auf deine Knie zuerst, dann ganz auf den Boden, und er lässt nicht von dir ab. Und langsam schwinden deine Sinne. Und du meinst, dass du jetzt sterben wirst. Nein. Und just an der Schwelle, als du schon denkst, jetzt ist alles vorbei, und du siehst schon dein Leben vor deinen Augen vorbeiziehen. Und schaffst du es mit den letzten Kraft noch einmal, das einen Augenlid zu öffnen und nach oben zu gucken. Und der Thaddäus steht schräg über dir und hat ein kleines Messer gezogen, zieht das Messer quer über seinen Unterarm und lässt das Blut, was jetzt aus seinem Arm spritzt, in den Becher laufen. Dann spricht er irgendwelche Worte, die dir überhaupt nicht bekannt sind, irgendwelches Gemurmel, was du kaum verstehen kannst, du bist so schwach und du bist gleich weg und es ist gleich alles vorbei. Und er setzt diesen Becher an deinen Mund und sagt, trink. Und du trinkst. Ganz instinktiv. Was hast du zu verlieren? Und da schwindet dein Bewusstsein ganz dahin. Und du fällst in Ohnmacht. Und dann an dieser Stelle machen wir eine kleine Pause, damit es nachher weitergehen kann. Das Schlimmste hat der Herr Bauer hinter sich. Oder noch vor sich, wer weiß das schon. Wer weiß. Wir sehen uns in 5 Minuten wieder.
So, da sind wir wieder. Und eben noch den Ton vom Mischka wieder anmachen. So. Und auch das Bild vom Mischka wieder anmachen, da sind wir. So, ja, du hast diese Sache überstanden, bist davon gedöst, würde ich jetzt mal sagen. Davon, ja, dein Bewusstsein hat dich verlassen, du bist gestorben. Und dennoch erwachst du am nächsten Tag in deinem Apartment. Vollständig angezogen, bäuchlings auf deinem Bett liegend, so als hättest du eine Bandos getrunken. So fühlt es sich eher da an. Du hast unglaubliche Kopfschmerzen und fühlst dich groggy bis zum geht nicht mehr. Was ein fürchterlicher Traum. Ich muss wohl was Falsches gegessen haben gestern Abend. Definitiv. Wo du gerade an Essen denkst, kommt es dir gerade richtig hoch. Der Burger. Oh. Einmal quer bis Bett. Ja, und in der Tat, das letzte Essen, was du gestern Abend noch zu dir genommen hast, verteilt sich in kleinen Bröckchen über dein Bett. Das war wohl wirklich schlecht. Du fühlst dich unglaublich leer, ausgebrannt. Und ja. Ich glaube erstmal einen Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee. Erstmal Brennnesseltee. Brennnesseltee. Ja, dann tappe ich in die Küche, setze Wasser auf, hau mir Honig in die Kanne, in die Teekanne, mach da Brennnesselbutter rein. Boah, vielleicht sollte ich mir erstmal die Zähne putzen gehen. Boah. Und ab ins Bad, Zähne putzen. Ja. So dieser Schleier, den man so hat, wenn man erwacht und es einem nicht so gut geht und noch Kopfschmerzen hat oder so, der lichtet sich so langsam, als du dieses helle Licht im Bad anmachst. Mhm. Und ja, und du schaust irgendwie dich im Bad um und siehst irgendwie in den Spiegel und boah, du solltest deinen Spiegel echt mal putzen. Der ist sowas von beschlagen angeranzt irgendwie. Und deine Handtücher sind dreckig. Also ziemlich dreckig. Und irgendjemand, keine Ahnung, hat wohl das Waschbecken lange nicht sauber gemacht oder so. Keine Ahnung. Es ist alles, das ganze Bad sieht aus, als wäre es 20 Jahre nicht geputzt worden. Sah das gestern auch so aus? Nein. Ist das meine Wohnung? Ich gucke mich um. Ja, es ist eindeutig deine Wohnung. Die kleine Giraffenzahnbürste steht noch da. Giraffi. Ich hab mich vermisst. Ich guck mal in die Toilette rein, wie der Wasserstand da drin ist. Ja, ist ganz normal. Sieht ein bisschen brackig aus, aber sonst. Der Putz kommt übrigens von den Wänden. Längs. Ja. Also entweder habe ich gerade eine Zeitreise gemacht oder ich stehe unter Drogen. Ja, schalt mal irgendwie eine Fernseher, Radio oder Handy an, guck mal aufs Datum. Ja, ganz normal, das ist der nächste Tag. Und ja, der Rest deiner Wohnung sieht auch aus, als ja, wäre da irgendwie 20 Jahre lang keiner drin gewesen. Überall siehst du dicke Staub, der überall drüber liegt und ja, der Fernseher scheint schon fast auseinanderzufallen. Ja, alles sieht kaputt und alt und zerschunden aus. Also ich würde ja auf irgendeine Art von Halluzinogen tippen. Da würde ich mal versuchen, irgendwie bei meinem Spiegel irgendwie so eine Ecke freizuscheuern, dass ich zumindest ein Auge von mir sehen kann. Mhm. Dann würde man da mir die Augen genau angucken, ob die irgendwie geweitet sind oder glasig. Du blickst dann in den Spiegel rein, den du freigeputzt hast mit einem Lappen. Und du siehst, dass du, ja, du bist bleich, du siehst krank aus, würdest du sagen. Ach du Scheiße, ich hab eine Vergiftung! Ich hab eine Vergiftung! Mein Gott! Ja.
Ja. Das macht würde ich wohl. Ne? Du guckst übrigens, du hast ja auf die Uhr geguckt, es ist abends. Also scheint sie den ganzen Tag verschlafen zu haben. Ach, scheiße. Ja, dann denke ich erstmal, dass ich mir ein Taxi rufen würde und ins Krankenhaus fahren würde. Mhm. Ja. Du bedienst dein Handy, rufst ein Taxi, bestellst dir ein Taxi und in dem Moment klingelt irgendwas an der Tür. Eine Sekunde, ich melde mich gleich nochmal. Beep. Ja, und ich meine die Freisprechanlage. Hallo? Mr. Power. Ja? Ich bin es, Thaddeus. Oh, hallo, ist gerade unpassend. Ich wollte gerade ins Krankenhaus. Ich glaube, ich bin krank. Sie sind nicht krank, Mr. Power. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Ich muss eine Lebensmittelvergiftung haben. Ich habe mich eben schon übergeben. Das glaube ich, und es ist auch hier nicht so aufgeräumt. Das glaube ich nicht so gut, wenn Sie hochkommen, Thaddeus. Ich habe schon Schlimmeres gesehen, Mr. Bauer. Wenn Sie wüssten. Aber gut, auf Ihre Verantwortung. Summa drücken, dass er rein kann. Ja, geht, kommt rein. Und als du die Tür aufmachst zum Flur, siehst du irgendwie, guckst du rüber in den Flur des Apartment, was dir gegenüber liegt, diese nette alte Dame, die leider ein bisschen immer zu neugierig ist für ihr Alter. Ja. Und macht in dem Moment, wo der Bauer die Treppe hochkommt, irgendwie neugierig die Tür auf. Und das, du siehst irgendwie diese alte Frau, das ist ein Zombie? So sieht die ungeschminkt aus? Krass. Die muss wirklich schon mega alt sein. Hallo, Mrs. Wallowitz. Ja. Und das Erste, was dir nach, also vielleicht sogar noch vor diesem Eindruck einfällt, ist, dass die riecht unglaublich gut. Und du bekommst Hunger. Vielleicht ist es aber auch nur der Duft von den Burgern von unten. Wer weiß schon. Ja, wahrscheinlich. Ja. Also, da kann das nicht liegen, da werde ich ja... Auf jeden Fall naja. Hast du, dass dein Magen so grummelt, dass du Hunger hast. Oh, ja. Oh, jetzt so ein Burger. Mm. Oh ja. Mm. Ja, und der Bauer, der Thaddeus stapft die Treppe hoch. Ja, und kommt. Guten Abend, Mr. Bauer. Haben Sie gut geschlafen? Ja, nicht wirklich. Ich habe auch ganz ekligen Geschmack im Mund. Haben wir gestern Abend was zusammen getrunken? Interessante Frage. Und er schiebt dich so ein bisschen in deine Wohnung rein. Macht so die Tür. Ja, aber kommen wir doch rein, Thaddeus. Entschuldigung, die Putzfrau war schon länger nicht hier. Glaube ich. Blickt sich um. Also für mich sieht das hier alles ziemlich normal aus, Mr. Bauer. Ich weiß ja, dass Sie nicht im besten Viertel wohnen, aber hier sieht aus, als hätte 10 Jahre niemand mehr drin gewohnt. Oder 10 Jahre in Messi drin gewohnt. Interessant. Aber, na gut. Du meinst ja. So zu bemerken, wie sich so seine Augen so ein bisschen auf, also die Pupillen sich so ein bisschen weiten und ja. Blickt sich so um. Geht es Ihnen gut? Mir geht es ausgezeichnet, Mr. Bauer. Das ist wunderbar. Wie gesagt, ich glaube, Ihnen sollte es nicht besonders gut gehen. Haben Sie vielleicht Hunger? Jetzt, wo Sie sagen, als wir gerade draußen im Gang waren, dachte ich mir, so ein Burgerchen könnte ich schon vertragen. Interessant. Gut, dass ich daran gedacht habe und macht so die Tasche auf und holt so eine McDonald's-Tüte raus und tut die auf den Tisch. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht, Mr. Bauer. Ich bin jetzt schon ein Fan von Fast Food, aber dann doch eher das Haus gemacht. Für den schnellen Hunger. Da es ja ein Geschenk von Ihnen ist, Mr. Herr Thaddeus, da möchte ich natürlich nicht ablehnen, da wäre es ja sehr unfreundlich, dann ja, hocke ich mich mal hin und mache ja so ein paar Fritten rein. Du hast echt scheiße viel, ja, das ist Hunger. Naja. Ja.
machst dich über, Gibt's denn Leute als über den Big Pommes? Mac mit Pommes her und ja. Kein TS. Und ja, schlingst das so in dich runter, aber so ein Sättigungsgefühl will sich überhaupt nicht einstellen. Und du trinkst die Cola nochmal mit viel Eis, natürlich, wie es jeder Amerikaner tut, schüttest das in dich hinein und Coke Zero, spülst bitte. es nochmal Koffeinfrei. deinen Mund aus mit den letzten Zügen. Und als du gerade den letzten Schluck von der Cola noch getrunken hast, um deinen Mund nochmal auszuspülen, kommst du dir sofort wieder hoch und du kotzt ihm nochmal quer über den Teppich. Oh. Oh, das ist sehr peinlich. Mr. Tadeus. Entschuldigung. War das Essen schlecht, Mr. Bauer? McDonald's ist jetzt nicht meine erste Wahl, aber eigentlich mit so viel Chemie dürfte doch nicht schlecht. Entschuldigung, das ist mir sehr unangenehm. Ui, da hängt wohl noch aus der Nase. Können Sie sich noch an das erinnern, was wir gestern Abend besprochen haben, Mr. Bauer? Dunkel. Ich würde mit Ihnen für jemanden arbeiten und wir würden irgendwas erforschen. Das ist korrekt. Dann gibt mir die Augenbrauen hoch. Ich würde Magie lernen. In der Tat, Mr. Bauer. Yeah. Und danach erinnere ich mich an. Weißt du, erinnerst dich an alles. Bitte? Du erinnerst dich jetzt, wo du nachdenkst, an alles, ja. Und dann sind wir in einem Nebenzimmer und mir wurde schwarz. Ich dachte, ich würde ja, und sterben. Dem, und sie gab also überlegst ja gerade so und schweifst so ein bisschen ab und im Nebenzimmer und guckst ihn dann wieder an und dann siehst du die Fänge, die er gerade hat. Und er sitzt da mit den Fängen. Wird halt rückwärts vom Stuhl fallen und mich wahrscheinlich durch mein eigenes Erbrochenes wälzen auf dem Boden und irgendwie rückwärts Richtung Küche und Nein, was ist los, Mr. Bauer? Habe ich Sie erschreckt, das tut mir leid. Dafür gibt es eine rationelle Erklärung. Sie haben sich einen Scherz erlauben wollen, haben sich ein Theatervampirgebiss eingeklebt. Das können Sie wieder rausnehmen. Haha, ich habe sehr gelacht. Das ist kein Spaß, Mr. Bauer. Ja, nee, finde ich auch nicht, da haben Sie recht. Wir sind gestern einen Vertrag eingegangen. Wir beide. Ja, habe ich ja gesagt. Ja, und ich arbeite für Sie. Dieser Vertrag enthielt Ihren jetzigen Zustand. Ich habe Sie zu dem gemacht, was ich bin, Mr. Bauer. Zu einem Sohn des Kain. Nee, mein Vater hat einen anderen Namen. Der, Sie sind das passt tot, nicht. Mr. Bauer. Der heißt Jakob. Wie tot ich. Würdest du auf dem Boden rumhüpfen? Hier, sehen Sie? Sie sind gestern Abend gestorben. In meinem Laboratorium. Würde mich mal zwicken? So. Kannst ja selber den Puls messen. Vielleicht. Nee, einfach mal, ob ich überhaupt was fühle. Kein Puls. Zwicken. Also fühlst, klar, zwicken fühlst du, aber kein Puls. Oh. Ja, den kenne ich. Und würde mal gucken, ob er mir irgendwie zwischendurch so einen Tennisball unter die Achsel geschoben hat, um Nein. da den Puls abzudrücken. Würde er seine Puls fühlen? Nein. Hals. Nein. Okay. Trotz meiner Wissenschaft. Erläutern Sie mir das nochmal etwas ausführlicher. Ich habe Sie getötet, Mr. Bauer, um Ihnen eine Welt zu zeigen, die Sie nicht kannten. Sie sind ein Vampir, also ein Untoter, Mr. Bauer. Ja, genau.
Also wenn das die Welt ist, nur dass mein Apartment jetzt hier dreckiger ist und ich kotzen muss, wenn ich McDonald's-Burger esse. Ja, das war jetzt nicht so. Er greift nochmal in die Tasche und zieht einen Blutbeutel heraus. Öffnet den Verschluss. Und es strömt dieser süßliche Geruch in deine Nase. Und dieser Hunger, den du eben schon hattest, der wird unermesslich groß. Wollen Sie vielleicht das haben, Mr. Bauer? Und dein Verstand sagt so, nein, warum soll ich das haben wollen? Und dein Bauch sagt so, essen. Riecht sehr gut. Ist das Tante Mabels Barbecue-Soße von dem Grill nebenan? Der kommt mir bekannt vor, so süßlich und verlockend. Mm. Aber nur Soße und oh, ich habe gerade so Hunger. Mm, vielleicht einen Schluck. Kann nicht schaden. Ja. Und der Blutbeutel, du machst dich über den Blutbeutel her und du wolltest dich eigentlich beherrschen und den eigentlich normal trinken oder so und vielleicht ein paar Schlücke probieren, aber als du die ersten paar Tropfen hast, überkommt es dich und du saugst das Ding bis auf den letzten Tropfen leer. Bemerke ich selbst, dass ich da Reißzähne reinschlage in den Beutel? Ja, wenn du das machen möchtest, auf jeden Fall wirst du das merken, ja. Dass dir welche wachsen sind und du die da reinschlägst, weil es einfach schneller geht, als das durch diese kleine Öffnung zu trinken. Wenn ich den dann leer hab und sagen, ha, war das gut. Was ist das denn? Ich scherze nicht, Mr. Bauer. Ich habe Ihnen die Wahrheit erzählt. Den Geschmack von Blut im Mund? Definitiv. Der ist gut. Wollen Sie jetzt erzählen, dass Sie gerade ein Blutplasma-Beutel Blutbeutel mit irgendeiner süßen Flüssigkeit versetzt haben, damit es für mich in meinem hungrigen Zustand gut schmeckend riecht? Oder will ich habe Blut gar saufen, nichts muss gemacht schon mit dem kotzen. Blut, Mr. Bauer. Es schmeckt an sich schon ziemlich gut. Ja, und es gut. Ist das, was von dem Sie sich ab sofort ernähren werden. Von Blutbeuteln? Sie werden feststellen, es ist angenehmer, frisches Blut zu trinken. Das war ja schon eben ziemlich lecker, oder? Ja. Rutscht mir sowas noch besser? Wie meinen Sie frisches Blut von Menschen? Das sind die besten. Das ist doch barbarisch. Also, die sterben dann? Wenn sie aufpassen, natürlich nicht. Sie müssen die Menschen ja nicht leer trinken. Sie können ein bisschen. Nicht leer trinken. So Korken aufmachen, dran riechen und mal ein Glas und so. Ja. Nichts anderes sind die Menschen. Sie sind. Naja. Lecker. Also, ich kenne jetzt aus Deutschland den Ausspruch lecker Mädchen, aber ich weiß es nicht. Lecker. Mhm. Und welche Sorte Mensch bevorzugen Sie? Gibt es da Geschmäcker wie Rot- und Weißwein oder natürlich Süßhang? Die Menschen, denen es gut geht, die schmecken besser als die, denen es nicht gut geht. Fragen Sie mich nicht, warum. Aber es ist. Das heißt, am besten sollte ich mir jetzt Kinder auf dem Spielplatz suchen, oder? Wenn das Ihr Geschmack ist. Denen geht's doch bestimmt am besten. Die freuen sich ja. Ich meine, niemand kann sich so freuen. Um diese Uhrzeit werden Sie wenig Kinder auf dem Spielplatz finden, aber. Nun. So gibt's eine Uhrzeit, während der man jagen, also. Blut trinken darf. Sie sollten vielleicht nicht bei Sonnenschein hinausgehen. Genau, als er das sagt. Oder, Moment, das ist wie im Film. Also so mit Blut trinken und wenn jemand mit einer Knoblauchzehe ankommt oder mit Dünner, mache ich
Und Knoblauch sollte Ihnen nichts anhaben, im Normalfall, Mr. Bauer. Genauso gut fließendes Wasser oder so, was man aus den Filmen kennt. Wenn Ihnen jemand ein Kreuz vorhält, nun, in den meisten Fällen wird es uns total egal sein. In den meisten? Ja, es gibt ein paar Ausnahmen. Es gibt Menschen, die einen festen, starken Glauben besitzen. Und in deren Händen kann ein Kreuz eine Waffe sein. Allerdings sind es die wenigsten Menschen, die heutzutage noch einen über derartigen Glauben verfügen. Sie meinen, es gibt so wirkliche mit starkem Glauben und Silberkreuzen und Vampirjäger sowie der Regenerator Andersen bei Helsing? Es ist Hollywood, wovon Sie da reden, und es ist Fantasy-Literatur, aber vieles davon hat einen wahren Kern, Mr. Bauer. Nicht alles ist richtig, aber vieles davon hat einen wahren Kern. Fangen wir damit an, dass Sie akzeptieren, dass Sie ein Vampir sind. Und dass Sie Blut trinken müssen, um zu überleben. Nun, Sie können auch das Blut verweigern. Das wird dazu führen, dass Sie irgendwann in einen Zustand fallen, den wir Starre nennen. Und wenn Sie darin zu lange verweilen, werden Sie sterben. Ich bin doch schon tot. Was soll noch passieren? Endgültig sterben, Mr. Bauer. Oh, also Sie meinen wirklich so Affe zu, Klappe tot, umgekehrt. Licht aus, Deckel drauf. Das sollten Sie vielleicht vermeiden. Deswegen trinken Sie genug. Gehen Sie nicht an die Sonne, sonst werden Sie sterben. Verlieren Sie nicht den Kopf, Mr. Bauer. Auch das wäre ziemlich unangenehm. Unangenehm. Haha. Moment, langsam, lang. Und wie viel von diesem Blut brauche ich pro Tag? Bis ihr Durst gestillt ist. Das kommt so nach 10 Menschen, 20, 100. Das kommt darauf an. In Ihrem jetzigen Zustand, und Sie haben den Blutbeutel getrunken, vielleicht könnten Sie noch ein, zwei Menschen trinken. Also nicht leer trinken, natürlich. Wenn Sie einen Menschen komplett leer trinken, dann sollten Sie gut gefüllt sein mit Ihrem Magen. Ja, aber ich würde ihn ja mit töten. Ich will ja keinen Menschen töten. Ich will ja keinen Mörder. Das sollten Sie vermeiden, Mr. Bauer. Wir töten nicht, wenn wir es nicht müssen. Ach, das ist beruhigend. Das beruhigt mich total. Das bringt das ja auch nichts. Wenn wir alle Menschen töten würden, dann würden wir unsere eigene Nahrung töten. Das ist Unsinn. Moment, es gibt über 3 Milliarden Menschen auf der Welt. Wie viele Vampire gibt es denn? Nicht so viele, aber einige. Okay. Menschen wachsen jetzt nicht so schnell nach. Aha. Und jetzt machen wir was? Vielleicht überprüfen Sie das, was ich gesagt habe, aber mit dem Trinken mal. Haben Sie noch Hunger, Mr. Bauer? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, ein bisschen noch, ja. So einen kleinen Snack, Burger, Sie wissen schon. Ja, aber nochmal, wenn ich doch an einen Menschen dran gehe und den, also mit so in den Hals beißen, wie man das aus dem Film kennt, in die Hauptschlagader. Ja, das ist die beste Möglichkeit. Sie können natürlich irgendwann auch an anderen Körperteilen trinken, aber es ist angenehmer an der Halsschlagader. Vielleicht schießt jetzt der eine oder andere schlechte Hentai durch den Kopf, aber das verwirft er direkt wieder. Schreien denn dann die Menschen nicht, wenn man die beißt? Tut ihnen das nicht weh? Erinnern Sie sich daran, was Sie gestern gefühlt haben? Graben meinem Kopf nach. Na, du erinnerst dich, wie gesagt, an das, was du gestern gefühlt hast, als er seine Zähne in deinen Hals geschlagen hat.
Ach, das war jetzt nicht so schlecht. Aber die können sich daran erinnern. Das heißt, ich bin ja dann quasi ein wahnsinniger Triebtäter, der wildfremden Menschen in den Hals beißt, auch wenn es nicht weh tut, aber. Vielleicht sollten Sie vermeiden, dass Sie so gesehen werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu jagen. Zu jagen. Haha. Ich verstehe. Und es gibt auch Möglichkeiten, Erinnerungen auszulöschen oder so. Das Wichtigste ist, dass Sie keine Spuren hinterlassen beim Jagen, Mr. Bauer. Es Keine gibt ein Spuren. paar Regeln, die man einhalten sollte als Vampir. Eine dieser Regeln heißt: Sorge dafür, dass niemand von den Sterblichen von uns Vampiren erfährt. Und es ist die oberste Regel. Ja klar, sonst kommen die mit Fackeln und Mistgabeln und das kennt man ja schon aus dem Kino. In der Tat. Das soll jetzt ein Scherz sein. Okay. Ich verstehe. Moment, ich notiere mir das und hole irgendwo Notizblock her. Regel Nummer 1. Nicht erkennen geben. Ja. Ja. Ist da weitere Regeln? Vielleicht sorgen wir erstmal dafür, dass Sie etwas zu trinken bekommen, bevor wir uns weiter da damit befassen. Oder interessiert es Sie so brennend? Ja, das ist ja, wir reden ja gerade über Regeln der Jagd. Wenn ich jetzt jagen gehe und eine dieser Regeln verletze, sehen Sie das Problem? Ich bin ja dabei. Dann, ja. Gut. Das ist quasi mein Ausbilder. Könnte man so nennen, ja. Wingman beim Getränkeflaschen aufreißen. Na gut, Strategie. ich sagen wir so. Ich erzähle Ihnen erst die Regeln und dann gehen wir jagen. Muss ja alles. Für mich ist es auch das erste Mal, dass ich jemanden zum Vampir mache. Das Okay. macht mich Die jetzt erste kein. Regel, wir nennen sie übrigens nicht Regeln, sondern Tradition. Und vielleicht sollten Sie sich wirklich Notizen machen, weil das Klingt sehr ist wichtig. traditionell. Die erste Tradition ist die Maskerade. Davon sprachen wir bereits. Niemand Moment, soll. ich muss eine Maske anziehen? Nein, Sie sollen Ihr wahres Wesen verbergen. Ah ja. Niemand, der nicht auch ein Vampir ist, darf von ihrem eigentlichen Wesen wissen. Moment, was erzähle ich jetzt meinen Eltern? Dass ich tot bin oder dass ich sage, ich komme nur noch nachts vorbei, wenn und Nun, tagsüber vorbeikommen können Sie nicht, Mr. Bauer. ja, eben. Das ist, überlasse ich Ihnen, wie Sie es Ihnen erzählen. Meine Tipp an Sie, brechen Sie den Kontakt ab zu Ihren Eltern auf kurz oder lang. Es ist nicht angenehm, seine Liebsten sterben zu sehen, während man selbst nicht altert. Glauben Sie mir, ich spreche aus Erfahrung. Da ich altere nicht. Natürlich nicht, Sie sind tot. Ja, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ja, okay, verstehe, verstehe. Die erste Tradition, die Maskerade. Sollten Sie sie jemals brechen, verwirken Sie Ihr Recht auf Ihr Unleben. Dann werde ich nochmal umgebracht, also tot. Endgültig umgebracht, Mr. Bauer. Wie ich schon sagte, ist es die wichtigste Regel und aus eigenem Interesse sollte man sie nicht brechen. Es wäre nett, wenn Sie mir das vorher gesagt hätten. Hier, wenn Sie ein Ja sagen, mache ich Sie zum Vampir. Da hätte ich schon mal sagen können, nein.
Also hätten sie die erste Tradition gebrochen. Ich sehe ein Paradoxon. Es ist quasi Schrödingers Vampir. Kommen wir zur zweiten Regel. Ja. Die Domäne. Ja, bitte, bitte. Domäne. Ja. Deine Domäne ist dein eigener Belang. Dein Haus ist deine Sache. Ja. Alle schulden dir hier Respekt, wenn sie sich hier aufhalten, in deiner Domäne. Niemand darf sich gegen dich auflehnen, solange er in deiner Domäne verweilt. Und das gilt jetzt nur für meine Wohnung. Für ihre Domäne. Normalerweise müssen sie diese Domäne irgendwie bestätigen lassen vom Regenten der Stadt. Ah, sowas wie ein Einwohnermeldeamt. Ich verstehe. Wie heißt denn der Regent? Lodin. Lodin? Das ist der Prinz der Stadt. So nennen wir unseren Regenten. Prinz. Ja, Moment, aber wo es einen Prinz gibt, muss es ja auch einen König geben. Es ist ein Titel. Ah, ich verstehe. Und gibt es da irgendwie ein Formular, was man ausfüllen muss? Brauche ich da einen Lichtbildausweis? Kann ich ein Lichtbild von mir machen lassen? Ist der Blitz da nicht irgendwie... Ein Tag Sonnenlicht, haben sie gesagt. UV-Lampen, machen die mir was? Sie sind unangenehm, aber nicht wirklich schlimm. Aber ich habe doch ein Spiegelbild, habe ich eben gesehen. Das sieht ziemlich scheiße aus, aber ich habe ein Spiegelbild. Das heißt, man könnte auch ein Bild von mir machen. Gut, alles klar. Bild hätte ich für den Antrag schon mal. Da kommen wir später noch darauf zurück. Es gibt da einige Komplikationen. Aber erstmal die dritte Regel. Nachkommenschaft. Ja, ich höre. Das hat nämlich damit zu tun. Nur mit der Erlaubnis eines Ahnen darfst du jemand anderen zeugen. Und der Prinz wäre ein Ahn. Ja. Erzeugst du jemand ohne die Einwilligung des Ahnen, wirst sowohl du als auch dein Nachkomme erschlagen. Oh, das will niemand. In der Tat. Dann sind wir wieder bei dem Unleben auslöschen und so. Ja, ja, nee, das will niemand, das will niemand. Sie sehen das Problem, Mr. Bauer. Moment. Langsam, Thaddeus. Bin ich jetzt Ihr Nachkomme? In gewisser Weise schon, ja. Ich bin für Sie verantwortlich, Mr. Bowers. Sie sind mein Kind, würden die anderen behaupten. Muss ich jetzt Papa zu Ihnen sagen? Nein. Bleiben wir bei Thaddeus. Bin ich erholt. Haben Sie bei dem Prinzen oder einem Ahnen um Erlaubnis gebeten? Nun, die Ahnen meines Clans wissen Bescheid. Klar, das habe ich schon mal gehört, Clan. Wir Vampire gliedern uns in verschiedene Untergruppen, sogenannte Clans. So wie Familien, also Clan ist ja ein anderes Wort für Familie. Hier in dieser Stadt, in Chicago, ist es nicht erlaubt, Nachkommen zu zeugen. Bitte? Streng genommen habe ich die Tradition geachtet. Oder hätte ich die Tradition geachtet. Allerdings ist der Prinz dieser Stadt etwas eigen, was das angeht. Deswegen habe ich einen Umweg genommen und habe sie nach Gary gebracht, gestern Abend. Gary hat eine eigene Domäne. Der dortige Prinz, sagen wir, ist ein kleines Würstchen. Aber er ist ein Prinz. Und er ist darauf angewiesen, dass Vampire in seiner Stadt wohnen. Und der hat aber ihnen erlaubt, Nachkommen zu zeugen. Unter der Voraussetzung, dass
dass Sie als Vertreter des Clans Tremere nach Garrick taugen. Sekunde bitte. Sorry, ich muss um halb meiner Tochter zur Arbeit fahren, habe ich gerade erfahren. Dann müssten wir nochmal eine Pause machen. Ja, macht ja nichts. Ja, also, dass Sie als Vertreter des Clans Tremere nach Garrick gehen. Oh, ja, aber nochmal, wenn ich von dem Prinzen in der Domäne von Gary legitimiert bin, was ist denn da mit dem Prinzen aus Chicago? Der muss mich auch anerkennen, weil der andere Prinz hat schon gesagt... Ja. Zumindest sollte er von Ihrer Anwesenheit hier in Chicago bald erfahren. Wenn ja, weil ich bin ja jetzt in Chicago und nicht in Gary. Korrekt. Also bin ich jetzt hier illegal und kann gekriegt werden? Oder? Auch das ist korrekt. Warum sind wir nicht in Gary geblieben? Weil sie hier wohnen, nicht in Gary. Ja, aber hier kann ich getötet, geköpft, wie auch immer werden und in Gary nicht. Eins nach dem anderen, Mr. Bauer. Na gut. Wir werden sie dem Prinzen schon vorstellen. Allerdings auf kurz oder lang werden sie ihren Wohnsitz nach Gary verlegen müssen, um die Abmachung zu besiegeln. Zu ihnen ins Haus oder ein anderes Haus? Ich mag den Erker so gerne, da kann man so toll sitzen, wenn man schreibt. Werden sie wohl aufgeben müssen, Mr. Bau. Das im Erker sitzen oder das Schreiben? Das im Erker sitzen. Warum? Man kann doch auch nachts im Erker sitzen. Mein Haus in Gary hat keinen Erker. Kann man da einen Erker einbauen lassen? Na, ist ja gut, ich hab verstanden. Oh Mann, hab mich gerade an die Wohnung gewöhnt und ich kann nie wieder Burger essen. Nein. Wir müssen doch keine Pause machen. Kinder, es gibt nichts Besseres. Okay. Besser als Paranoia spielen. Ja. Moment, Frage war, ich kann nie wieder Burger essen? Korrekt. Aber. Sie könnten für kurze Zeit Ihre Verdauungsorgane wieder zum Laufen bringen, aber spätestens nach ein paar Stunden werden Sie sich wieder erbrechen müssen, wie eben. Hab ich was geschmeckt von dem Burger, dem Burger und dem Pommes? Hast du, aber das schmeckt jetzt alles nicht. Das schmeckt irgendwie fad. Ne? Das Blut war viel cooler. Ja. Aber wenn ich jetzt nichts... Haha. Kaum noch was schmecke, es kurzfristig Rinder behalten kann. Boah, was werde ich beim nächsten Hot Chili Dog essen bei meiner schlagenden Burschenschaft? Was werde ich da abräumen? Wenn das hier dran liegen ist, Mr. Bauer. Denken Sie an die Maskerade. Ja, habe ich. Das ist ja Tradition 1, habe ich mir aufgeschrieben. Keiner, der nicht Vampir ist. Was ist, wenn jetzt jemand von meiner schlagenden Burschenschaft ein Vampir wäre? Dem dürften Sie das erzählen. Den aber nicht. Also alle Vampire untereinander sind aber mögen sich alle. Da gibt es jetzt keinen Sowjet-Clan, der den Amerika-Clan nicht mag oder. Nun, es gibt verschiedene Fraktionen innerhalb der Vampirgesellschaft. So wie die Demokraten und die Republikaner. So ähnlich. Sie gehören zu der besten und größten Fraktion der Vampire, der Camarilla. Moment, das muss ich aufschreiben. Fraktion Camarilla. Ja. Sehen Sie zu, dass Ihre Notizen niemand zu Gesicht bekommt, Mr. Bauer. Ich werde die noch ein paar Mal durchlesen und danach verbrennen.
Gute Sache. Und die Camarilla ist jetzt mehr so wie die Demokraten, bisschen liberaler oder wie die Republikaner? Sie halten sich an die Traditionen. Okay, und an eine feste Machtstruktur. Alles braucht im Leben und auch im Unleben Strukturen, Mr. Bauer. Ist die mal von den Deutschen gegründet worden? Die Strukturen erhalten unsere Gesellschaft am Leben. Und die Regeln sorgen dafür, dass wir Vampire überleben. Ohne diese Regeln wäre es nicht möglich, die Gesellschaft der Vampire zum Überleben zu bringen. Okay, das habe ich jetzt soweit verstanden. Der größte Fraktion mit der meisten Struktur, ja. Was wären jetzt andere Fraktionen und vor allem, woran erkennt man die? Nun, es gibt noch Vampire, die sich der Anarchie versprochen haben. Die gegen die Camarilla aufbegehren. Nein, es sind nicht Punks. Es ist eher eine Angelegenheit der Philosophie vielleicht. Sie rebellieren gegen alles, was unsere Regeln aussagen. Sie wollen die Machtstrukturen durcheinander bringen und zum Stürzen bringen und wollen selber ein anderes Machtgefüge etablieren. Mhm. Dann nennen wir die Anarchen. Anarchie und Anarchen. Und, aber die haben jetzt nicht irgendwie so ein Anarchiesymbol auf der Jacke. Es sind verblendete Vampire. Sie erkennen nicht die Nötigkeit der Tradition. Und sie erkennen nicht an, dass manche Vampire sich verdient haben, in ihren Positionen zu leben. Anarchen sagt das ja aus. Wenn sie jemals an die Macht geraten würden, würde alles zerbrechen, wofür wir so hart gekämpft haben. All die Jahrhunderte und Jahrtausende. Ich verstehe, aber jetzt mal angenommen, wir gehen irgendwann zu einem Vampir-Halloween-Thanksgiving-Fest, wie auch immer. Und ich sag dann, hallo, ich bin von der Kamerina. Und er sagt, haha, Anna, Speng! Oder wie erkenne ich das? Von wo wer ist? Sie erkennen es gar nicht, Mr. Bauer. Es sei denn an den Handlungsweisen der einzelnen Personen. Natürlich ist einmal einigen Vampiren in der Stadt und vor der Stadt bekannt, dass sie der anarchischen Bewegung eher zugetan sind als der Camarilla. Dementsprechend niedrig ist ihr Status in dieser Stadt. Aha. Wir haben die Macht hier, Mr. Bauer. Die Camarilla hat die Macht. War vor der Stadt wäre auch Gary. Gary ist auch ein Camarilla-Ort. Der dortige Prinz, der Prinz ist den Traditionen ist genauso zugetan wie Lodin. Ein Problem weniger. Da bin ich ja... hatten Sie schon den Namen des Prinzen aus aus Gary? Gary? Erwähnt? Ja. Der heißt... Moment... Ich finde nur fehlen, dass er Patrick heißt. Dann haben wir Thaddeus, Gary und Patrick. Modius heißt er. Oh. Und Sie haben mir jetzt gesagt, dass wir zu einem Clan namens Tremere gehören. Wir sind die Magier und, unter den Vampiren. Ach, da, aha. Das klingt schon mal nicht schlecht. Und dieser Wir versorgen die Camarilla mit Wissen und mit den nötigen magischen Strukturen, die sie schützt. Wir sind das Rückgrat der Camarilla. Wir sind vielleicht nicht diejenigen, die auf dem Thron des Prinzen sitzen, aber wir sind diejenigen, die dafür sorgen, dass der Prinz seine Macht erhält. Wir ziehen die Fäden aus dem Verborgenen. Wir sitzen hinter dem Prinz.
Sie werden dann bald erkennen, dass dieser Posten des Prinzen heiß begehrt ist und viele Leute sich darum streiten. Für uns ist es eher angetan, unsere Dienste demjenigen zu verkaufen, der uns am besten nützt. Aber wir sind sogar sowas wie Wissenschaftler für den Prinzen. Wir sind keine Soldaten, oder? Es gibt einige von uns, die sicher als Soldaten gute Dienste leisten könnten. Allerdings, warum selber in die Schlacht ziehen, wenn man nicht die Möglichkeit hat, andere zu schicken? Warum sich selber die Finger schmutzig machen, wenn man andere kämpfen lassen kann? Es gibt Vampire, die weitaus mehr Interesse daran haben, sich in die erste Reihe der Front zu stellen. Das hört sich ja fast so an, als gäbe es Krieg. Wir leben in schwierigen Zeiten, Mr. Bauer, und es gibt eine dritte Fraktion auf dieser Welt an Vampiren, mit der man durchaus sagen könnte, ja, es herrscht Krieg. Die Anarchen sind eher lästig, als dass sie eine artige Fraktion darstellen. Sie haben keine Struktur, keinen Geist, der sie eint. Der Sabbat hingegen hat eine Struktur und sie sind mächtig auf ihre Art und Weise. Sie werden dann angeführt von einem Clan, der unseren Clan bis auf das Blut verfeindet ist. Wir haben nicht nur eine verfeindete Fraktion, wir haben auch noch einen Clan, der direkt gegen unseren Clan... Okay. Ja. Es sind auf ihre Art und Weise auch Magier. Allerdings haben sie kein Gewissen, sie sehen keine Grenzen in dem, was sie tun. Sie sind einfach, sie lassen das Tier in sich walten, wo wir den Menschen noch hochhalten. Das gilt eigentlich für ihre komplette Sekte. Okay, das heißt, wir sind die Guten. Natürlich. Wir sind ja auch Amerikaner. Ja, was? natürlich. Wenn das jemand mal gelernt hat, dann God's own country und so. Ja, ja, ja. Der Sabbat hält den Pfad. Es gibt mehrere Ausrichtungen innerhalb des Sabbats. Aber stellen Sie sich jetzt als eine große Art von Sekte vor, als eine Kirche. Eine kirchliche Organisation. Ja, nein, das mochte ich noch nie. Kirchen ist was für verblendet. Und sie halten es hoch, dass sie Vampire sind. Und sie wollen, dass die Vampire offen die Welt beherrschen. Während wir eher dafür sind, es aus dem Verborgenen zu tun. Aus guten Gründen, die sie ja schon selber mit logischem Menschenverstand erfasst haben. Ja, aber das würde doch nie gehen, wenn die offen die Welt beherrschen wollen. Es gibt viel mehr Menschen als Vampire und die haben Bomben und Granaten und Flugzeugträger und Nun, sie haben ihre eigenen Art und Weise, sich vor den Menschen zu schützen und auf ihre Art und Weise funktioniert das leider, muss ich zugeben. Okay. Dann hoffe ich, dass ich wieder jemandem von... Aber Sie sagten jetzt, dass es im Sabbat einen Clan gäbe, der uns primär besonders feindlich gesonnen wäre. Wie heißt der denn? Das sind die Tzimisi. Tzimisi? Man kann sie schwer aussprechen. Es gibt mehrere Aussprechensarten. Ich schreibe es Ihnen am besten auf Ihren Zettel. Und dann versuchen Sie es selber auszusprechen. Dann werden Sie feststellen, das ist gar nicht so einfach. Ja, ich verstehe. Und der schreibt es dann. Hoffe ich, dass ich denen nie über die Füße laufe. Das sollten Sie. Sie sind gefährlich. Wie oft kann ich jetzt, wenn ich
nachts ins Kino wollte in Chicago, könnte mir so jemand über die Füße laufen, oder? Rein theoretisch schon, wenn er sich in das Clan-Gebiet, in das Gebiet der Camarilla vortrat. Ist da irgendwas, sowas wie ein Geheimdienst, der sowas überwacht? Dass wir... Ich denke, der Prinz hat seine Möglichkeiten, das zu überwachen. Okay. Das ist nicht ihre Aufgabe sein, das zu überwachen. Vertrauen Sie der Struktur der Camarilla, dass Ihnen kein Chimisi auf der Straße begegnet. Und falls Sie doch einen sehen, sagen Sie entweder jemanden Bescheid, der sich darum kümmern kann, oder kümmern Sie sich selber darum, dass er das Staatsgebiet und das Hoheitsgebiet unseres Stadts so schnell wie möglich verlässt. Am besten befördern Sie ihn aus seinem Unleben. Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue, sagte mal jemand in der Fernsehserie und der war nicht sehr vertrauend. Aber lassen wir das. Gut, das ist eine Menge Vokabeln, die ich mir jetzt hier aneignen muss. Also, Aber ja, ich, gut. Es geht noch weiter. Das heißt, unser... Es geht noch weiter. Wir haben erst 3 Traditionen, Regeln. Es gibt noch mehr? Ja. Wie viele? Es gibt 6 Traditionen, Mr. Bauer. Na gut. Die Hälfte. Ich meine, ist ja nicht so. Weil lassen Sie mich noch mal überlegen. Keiner darf wissen, dass ich ein Vampir bin. Meine Domäne ist mein Gebiet und da muss ich jeden respektieren. Aber das heißt, ich muss auch jeden anderen in seiner Domäne respektieren. Das ist korrekt, Mr. Bauer. Und, ja, Moment, aber wenn ich jetzt in der Domäne eines, sagen wir, Zimisken vom Sabbat wäre, müsste ich ja dann nicht respektieren, weil er hält sich ja nicht an unsere Regeln und er ist ja auch unser Feind. Korrekt. Ich verstehe. Ah, und genau, ich darf keine Nachkommenschaft, ich wollte eh die Kinder, aber egal, ich dürfte keine Nachkommenschaft, wenn ich nicht vorher einen Ahn fragen würde. Ich verstehe. Und in dieser Stadt müssen Sie den Prinzen fragen. Wie das in Gary gehandhabt wird, weiß ich nicht. Ich denke, der Prinz von Gary ist eher daran interessiert, dass es mehr Vampire in seiner Stadt gibt, statt weniger. Moment, ist ein Prinz denn immer gleichzeitig auch ein Ahn? Die meisten Prinzen sind Ahnen. Die Aber Prinzen, die keine Ahnen sind, denke ich, werden sich nicht lange auf ihrem Thron halten. Wie gesagt, der Thron ist sehr umkämpft. Viele Leute haben Interesse daran und Ahnen haben es an sich, dass sie eine gewisse Art von Struktur und Macht besitzen, die es ihnen ermöglicht, auf dem Thron zu sitzen. Jetzt aber nochmal rein hypothetisch, also angenommen, ich würde jetzt nach Oxnard reisen, also nicht im Norden, das Oxnard in den Bergen, sondern das im Süden in den Zwiebelfeldern. Und ich würde da einen Nachkommen zeugen wollen, wie auch immer das geht. Und da gäbe es einen Prinzen, dann müsst ihr aber fragen, hallo Herr Prinz, ich hätte gerne einen Nachkommen, sind Sie denn ein Ahn und sind Sie berechtigt, mir zu erlauben, einen Nachkommen zu zeugen? Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, auf jeden Fall. Das muss der auch wahrheitsgemäß bestätigen. Kann jetzt nicht sagen, klar bin ich ein Ahn und dann ist auf einmal keiner. Innerhalb der Camarilla wird sie auf diese Art keine anlügen. Das ist schon mal... und wenn der dann die Erlaubnis gegeben hat, gilt die aber auch für überall, wenn man denn in der Domäne des anderen Prinzen sich angemeldet hat, beziehungsweise sein Nachkomme. In der Tat. Ja, ich, gut, aber wir wollten zur vierten Tradition. Das ist die Tradition der Rechenschaft. Wenn Sie irgendeinmal ein Kind erschaffen sollten, dann sind Sie für Ihr Kind zuständig. Und Sie tragen die Verantwortung. Sie tragen die Verantwortung für alles, was Ihr Kind tut. Deswegen bin ich auch für das verantwortlich, was Sie tun, Mr. Bauer. So ein leichtes, hämisches Grinsen. Das heißt, wenn ich jetzt per Zufall mit einem Fußball an der Limousine des Prinzen eine Scheibe einschieße, müssten Sie mir dafür bezahlen.
Das ist so korrekt, Mr. Also, Bauer. Könnt mir das vom Lohn abziehen, sozusagen. Klar, schieße ich mir ins eigene Knie. Aber ja, ich verstehe. Also ich sollte in Ihrem Interesse liegen, nichts zu tun, was mich verärgert, ebenfalls. Habe ich mir fast gedacht, ja. Weil ich bin ja in Ihrer Domäne dann und man soll den Herrn der Domäne respektieren. Ich verstehe. Ist denn die Domäne eines Vampirs nur die Domäne, wenn er sich dort befindet? Das heißt, ist diese Wohnung jetzt immer meine Domäne, weil sie mir gehört? Oder sobald ich sie verlasse und bei Ihnen in Gary wohne, ist es nicht mehr also meine Domäne? Nein, wenn es ist das Haus, in dem wir wohnen werden in Gary, das ist meine Domäne. Und da sieht das ist jetzt hier meine Wohnung. Ihre Wohnung hier wird es noch wahrscheinlich keine Domäne sein, weil Sie sie noch nicht bei Prinzen angemeldet haben. Der Prinz weiß noch nichts von ihrer Existenz. Warum beruhigt mich dieser Gedanke nicht? Gut, ich verstehe. Aber mit der Domäne hat auch die fünfte Tradition zu tun. Die Domäne anderer, wie Sie schon richtig festgestellt haben, muss geehrt werden. Wenn du in eine fremde Stadt kommst, stellst du dich dem vor, der dort herrscht. Ohne dass er dich in seiner Stadt willkommen heißt, bist du freiwillig in der Stadt. Das aber unaufgefordert. Natürlich. Und wenn man erwischt wird, obwohl man, also wenn man sich noch nicht vorgestellt hat, du bist freiwillig. Dann du bist quasi nichts wert in der Stadt, ohne dass der Prinz von dir weiß. Das heißt aber, sobald ich die Stadt betrete, auf dem Weg zum Prinzen... Bist du freiwillig. Da bin ich. Deswegen sollte es in deinem Interesse sein, ziemlich schnell zum Prinzen zu gelangen, wenn du irgendwo hingereist. Ich gucke ganz schnell aus dem Fenster und krabbel unter Tisch. Was heißt denn freiwillig? Du bist nichts. Du bist quasi nicht existent. Du hast keine Rechte. Jeder kann dich töten, ohne dass ihm etwas dafür droht. Aber warum sollte mich jemand töten wollen? Hm. Ich habe doch niemand was getan. Es gibt nicht nur freundliche Vampire auf der Straße da draußen. Klingt für mich ein bisschen nach Sarkasmus. Ja, vielleicht. Vielleicht, so, verstehe. Mhm. Gut. Die letzte Tradition. Dann. Es ist dir verboten, andere von deiner Art zu vernichten. Das Recht zur Vernichtung ist ausschließlich bei deinem Ahnen. Ja, Bombe, dann kann mir ja doch nichts passieren. Ich bin zwar freiwillig, aber es darf mich niemand vernichten. Oh. Du bist nichts, wenn du dich nicht gemeldet hast. Kein Ampir. Aber wenn ich mich nicht gemeldet habe, dann gelten auch die Traditionen für mich nicht. Mhm. Ebenso nicht für Leute aus dem Sabbat. Ja, aber für die gelten ja nie die Traditionen. Ich glaube, die sind auch immer freiwillig für uns, oder? Ja. Ja. Hm. Kompliziert. In der Tat. Das sind die großen Regeln der Camarilla. An die sollten sie sich halten. Ohne, dass sie, oder sie wollen Schande über unser Haus bringen. Was dann unangenehm wieder auf sie und auf uns zurückfällt. Niemals. Thaddeus. Herr Erzeuger. Wie muss ich sie jetzt offiziell, konkret, also korrekt ansprechen, damit das die Thaddeus Tradition... Erreicht. Okay. Nicht nach jedem Satz, ja, Meister? Nein. Das wäre ja sehr unangenehm. Ja, das kann ich verstehen. Das klingt auch ziemlich albern. Ist echt viel alles gerade so. Nun, für den Anfang werde ich ja noch da sein, um Ihnen zu helfen. Ich dachte, wir forschen jetzt zusammen. Und in der Tat. Das ist mein Anliegen. Ich brauchte einen Helfer bei dem, was ich tue.
Dadurch ja, aber habe ich warum sie denn nur zu dem gemacht, was sie jetzt sind. Warum nur für den Anfang? Wo soll ich denn dann hin? Ich kenne doch sonst niemanden. Nach einer, also nach einer gewissen Zeit werden sie ihren Status als Frischling verlieren und sich ihre eigenen Sporen verdienen. Und sie werden ein freier Vampir der Stadt sein. Das heißt, wenn wie wir ich schon zusammen sagte, sie werden der offizielle Vertreter von Haus und Clan in Gerry sein. Sie werden der einzige Tremer dort sein und sie werden die Interessen unseres Clans dort vertreten. Auf kurz oder lang zumindest. Das heißt, sie werden irgendwann weggehen. Ich bin in Gerry nur geduldet. Meine Stadt ist Chicago. Ganz allein. Na gut. Ich werde sie bei Zeiten in die gesellschaftlichen Strukturen der Stadt einführen. So, dass sie sich ihre Sporen verdienen können. Und sich einen gewissen Ruf aufbauen. Denken Sie immer daran, ja, dass Sie nicht nur für sich, sondern auch für unseren Clan sprechen, wenn Sie in Gerry operieren. Ich aber gibt es denn vom Clan her andere Gebote als vom Unser Clan ist, wie gesagt, das Rückgrat der Camarilla. Wir unterstützen hundertprozentig alles, was die Camarilla von sich gibt. Aber wie ich schon sagte, wir operieren eher aus dem Verborgenen. Wir sind diejenigen, die für die Macht sorgen und das für uns nutzen, das andere regieren. Aber es hat eine klare Hierarchie, Mr. Bauer. Zuerst kommt der Clan. Der Clan ist das Wichtigste. Dann kommt die Sekte, die Camarilla. Und danach Sekte. Kommen Sie. Ich jetzt? Ja. Ihre eigenen Interessen. Ah ja, Interessen. Okay, ja. Eigene Interessen. Ja, aber okay. Ich verstehe. Das heißt, wenn Ihnen irgendwann nicht zusagen sollte, dass der Prinz von Gerry etwas tut, was vielleicht nicht im Sinne des Clans Tremere ist, werden Sie daran arbeiten, dass der Prinz nicht mehr lange Prinz ist. Sie werden sich jemand anderen suchen und ihn mir somit mit Macht versorgen, dass er das Prinzenamt einfügt. Aber natürlich im Geheimen, nicht nach vorne hinten rum. Ich bin Wissenschaftler. Ich hab mit Politik überhaupt nichts. Sie werden lernen müssen als Vertreter des Hauses in Gerry. Ich meine, klar habe ich schon was über den Golf von Tonkin gehört mit dem False Flag, aber gut, wenn Sie das. Ich meine, Sie sind quasi ja mein Chef. Von daher muss ich ja. In der Tat. Ja, und Sie werden mir alles berichten, was in Gerry vor sich geht. Moment. Sowas wie ein Memo. Täglich? Wöchentlich? Wie es Ihnen gefällt. Natürlich nicht jede Einzelheit, sondern nur wichtige Dinge. Ja, Moment. Alles oder nicht alles? Das, was Sie für wichtig erachten. Müssen Sie doch mal klassifizieren, was ich für wichtig erachte. Sagen wir, wenn Sie merken, dass der Prinz, sagen wir, einen Groll hegt und die Grenzen seiner Stadt erweitern will und, naja, Teile von Chicago zu seiner Domäne erklären möchte. Das wäre etwas, was man durchaus weitergeben könnte. Denn da nicht der Prinz von Chicago, also der Herr der Domäne, etwas dagegen? Natürlich. Oh, ich verstehe. Ja. Ich verstehe. Aber jetzt nur noch mal, ob ich alles richtig verstanden habe. Wir müssten doch jetzt das allererste, was wir jetzt, also jetzt tun müssten, wäre doch zum Prinzen von Chicago zu laufen und zu sagen, hier ist der Jonathan, der ist neu.
Ich weiß aus sicherer Quelle, dass der Prinz gerade sowieso nicht da ist. Hat er einen Vertreter? Hat er, aber ich denke, es hat Zeit. Sie sind eher, ist der Bauer ein Vampir von Gary. Sie sind unter meinem Schutz hier in Chicago. Und ihnen kann, solange sie mit mir unterwegs sind, nichts passieren. Also ich bin zwar freiwillig, aber freiwillig unter ihrem Schutz. Das ist okay. Das ist okay. Sie sind ein Frischling, Mr. Bauer. Sie stehen quasi unter meinem Schutz. Dann, kein Problem, Chef. Sobald wir es einrichten können, werden wir zum Prinzen oder seinem Vertreter gehen und sie anmelden. Für ihren kurzen Aufenthalt hier in Chicago, bis sie ihre Sachen geregelt haben. Was denn? Nun, was auch immer sie tun müssen. Ich verstehe nicht. Gut, ich müsste meine Wohnung hier kündigen wahrscheinlich, oder? Zum Beispiel. Ja. Ja, das kann man ja schriftlich. Ja. Wie ich eben schon erwähnte, ist dieser Prinz hier in Chicago auch ein ziemlicher Eigenbrötler. Vielleicht sollten Sie wissen, dass er bestimmte Dinge nicht mag. Er ist sehr rigoros, was die erste Tradition angeht, zum Beispiel. Sollten Sie jemals die erste Tradition brechen, sind Sie ziemlich schnell freiwillig hier. Es gibt Prinzen in anderen Städten, die das Ganze nicht so ernst nehmen. Hier in Chicago, wir nehmen das ziemlich ernst. Die zweite Regel, die sich der Prinzen auferlegt hat, der schützt Sie, Mr. Bauer. Sie sind ein Vampir aus Gary. Sie sind auf der Reise hier und müssen hier Ihre Angelegenheiten regeln. Deswegen sind Sie unter einem Schutz. Weil ich Reisender bin. Ebenso. Falls Sie auf einen Reisenden hier treffen sollten in Chicago, ist auch der Mensch, der reist, der auf der Durchreise ist, für Sie tabu. Moment. Sie können sich natürlich von ihnen ernähren, aber sie sollten keinerlei Hinweise hinterlassen, dass sie sich von ihnen ernährt haben. Das heißt, die Reisenden hier in Chicago sind quasi das Geld, was uns mit frischen, ja, das Kapital. Diese Stadt lebt davon, dass Leute auf der Durchreise sind. Wie sie meinen, okay. Also, das heißt, wenn ich 100% sicher, dann sollte ich fragen, und wo wohnen Sie hier in Chicago? Ach, Sie sind nur für Durchreise, dann einen schönen Abend noch. Das bleibt Ihnen überlassen. Wie gesagt, es gibt verschiedene Arten des Jagens. Des Jagens. Ich kann mich mit diesem Wort immer noch nicht so anfreunden, aber ja. Eine weiteres, was Sie sich merken sollten, wenn Sie hier in Chicago verkehren, weder zur Polizei noch zur Presse sollten Sie eine öffentliche Beziehung aufbauen. Ich bin ein Buchautor. Also die Presse kennt mich jetzt schon so ein bisschen. Ich spreche eher von Beziehungen, die weiterreichen, als dass man sich gegenseitig kennt. Es gibt Mittel und Wege, Menschen für unsere Zwecke zu gebrauchen. Und es sieht der Prinz nicht gern, wenn andere Vampire außer ihm selber Leute der Presse oder der Polizei gebrauchen. Also ich soll jetzt keine menschliche Freundin aus der Presse suchen, die ich dann mal und so. Zum Beispiel. Presse, okay. Presse und Polizei sind tabu. Ja. Ebenso gibt es Stellen hier in Chicago, die wir sogenanntes Elysium nennen. Den gibt es auch in anderen Städten. Das sind Treffpunkte für Vampire. Und die eine Regel, die nicht zur Camarilla oberen Tradition gehört, aber die Elysien sind Domänen, mehr oder weniger. Und das sind Domänen.
Die Elysien sind, stellen Sie sich es vor, als Superdomäne. Wenn Sie in einer normalen Domäne Respekt zeigen müssen, dann müssen Sie hier erst recht Respekt zeigen. Keine Art von Gewalt wird hier zugelassen. Keine. Jede Art von Konflikt, die Sie von außen in diese Domäne hineinbringen, hat an der Türe sein Ende. Also auch innerhalb des Streitigkeiten, innerhalb die du des hast Elysiums gesagt, sind alle Streitigkeiten nichtig. Das nimmt der Prinz hier in Chicago ziemlich ernst. Keine Gewalt und keine Konflikte innerhalb eines Elysiums. Das sind dann sowas wie Bars, wo sich Vampire treffen. Sonst können wir uns nicht leiden, aber hier, da geben wir uns. Es muss einfach neutralen Grund geben, wo man Dinge besprechen kann, ohne dass man Gefahr läuft, von jemandem nun übervorteilt zu werden. Ich verstehe. Es gibt zum Beispiel andere Clans, die uns Tremere darum beneiden und fürchten, dass wir Macht über sie gewinnen können. Und es ist durchaus möglich, dass wir das machen können. Im Elysium ist es verboten, diese Kräfte zu benutzen. Wie ich schon sagte, wir sind Magier. Wir können zum Beispiel dafür sorgen, dass andere Leute uns mögen oder das tun, was wir ihnen sagen. Und das gilt auch für Vampire. Und stellen Sie sich vor, ein Vampir mit dieser Macht würde einfach zum Prinzen gehen, mit dem Finger schnipsen und sagen, spring aus dem Fenster, wenn es die Sonne aufgeht, und töte dich selber. Es wäre möglich, aber das geht? Mit einer gewissen Kraft geht das. Wenn Sie das gelernt haben und stark genug sind. Nicht der Besitzer so einer Kraft, wenn der Prinz das rauskriegt, dass er so eine Kraft hätte, in Gefahr, dass der Prinz sagt, der kann mir gefährlich werden. Sie erkennen langsam, wie diese Struktur der Gesellschaft funktioniert, Mr. Bauer. Deswegen operieren wir ja auch aus dem Hintergrund und erklären niemand genau, wie das, was wir tun, funktioniert. Die Leute sind auf uns angewiesen deswegen, weil wir über diese Kräfte verfügen. Das heißt also auch innerhalb der anderen Clans in unserer Sekte sagen wir nicht, hallo, ich bin der Tremere, ich kann zaubern. Das sollte in den Leuten bekannt sein. Es wird sich schnell herumsprechen, dass sie ein Tremere sind in der Stadt. Ja, aber die Leute werden zu ihnen kommen und gewisse Dienste vielleicht fordern. Fordern? Aber auf welcher Basis fordern? Gegen Bezahlung, natürlich, oder? Natürlich, gegen Bezahlung. Ja, gegen kann Geld ja sein, dass einer oder gegen Informationen oder gegen Gefallen. Alles, was dem Hause und ihnen selbst zugute kommt. Wie gesagt, denken Sie Clan, Camarilla, Sie selbst. Das heißt, wenn jetzt jemand etwas von mir fordert, es aber gut bezahlen würde, was aber der Camarilla oder den Tremere also so entgegenstehen würde, müsste ich sagen, nein, kann ich nicht. Netter. Ich verstehe. Ich hoffe, ich werde euch da keine Schande machen. Das hoffe ich auch. Nun, genug von diesem Zeug, von Regeln. Ich glaube, Sie haben sich viel aufgeschrieben und sollten das auch schnell beherzigen. Aber ich habe schon rausbekommen, Sie sind sehr lernbegierig, sag ich mal so. Ja, das ist korrekt, ja. Die wichtigste Sache, die Sie jetzt lernen müssen, Mr. Bauer, ist, wie man jagt. Damit Sie sich selbstständig ernähren können. Ich habe keine Lust, ewig an Ihrer Seite zu sein und für Sie Ihr Essen zu besorgen.
Das ist nachvollziehbar. Also probieren wir das Ganze aus. Moment, wir gehen jetzt raus und beißen irgendwie. Jagen. Aber ich muss vorher sicherstellen, dass er kein Reisender ist. Oder dafür sorgen, dass er es gar nicht mitbekommt. Ja, Moment. Sie können sich von Reisenden ernähren. Sie sollten dann, wenn sie das tun, aber dafür sorgen, dass... Noch extra gründlich dafür sorgen, dass niemand das mitbekommen hat. Nicht, dass er nach Hause fährt auf sein eigentliches Ziel und erzählt, ah, da in Chicago, da ist es komisch, da sind komische Leute, da fahre ich besser nicht mehr hin. Das steckt dahinter. Verständlich, oder? Ja, ja, ich verstehe das. Aber jetzt muss ich nochmal nachfragen. Ich bin ja noch freiwillig in einer Domäne eines Prinzen, wo ich mich nicht angemeldet habe, auch wenn mein Erzeuger, der die Verantwortung für mich hat, dabei ist, darf aber hier jagen. Unter meinem Schutz. Ich bin dabei, sagte ich ja. Ich verstehe. Es ist nur, um ihren ersten Hunger zu stillen. Danach können wir rüberfahren nach Gary, da sind sie sicherer. Ja. Ja, dann fahren wir nach Gary. Genau. Kann ich mich zurückhalten, wenn ich irgendwie Menschen sehe oder muss... Blut! Brains! Nun, du hast ja inzwischen einen Blutbeutel getrunken. Das heißt, das Schlimmste ist gebannt. Gerade mal in Punkten in den Chat schreiben. Bitte? Ich nehme an, kannst du das mal bitte in Punkten in den Chat schreiben? An Punkten? Ja, Blutpunkten. Ach so. Was der ich wohl weiß gerade nicht. Wir würfeln das jetzt einfach mal aus. Hier ist ja klar. W20. Juhu! Ich denke, du hast ja so jetzt 3, 4 Blutpunkte. 3, sagen wir mal 3. Du hast also ziemlich Hunger. Ja, schon. Dann wird's aber Zeit, dass wir nach Gary kommen. Ich fühle mich als... Deswegen sagte ich ja, die ersten Bissen nehmen wir hier. Ah! Gut. Dann... Nun, wie haben Sie es vor? Soll niemand mitbekommen. Also, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder in irgendeine dunkle Hintergasse und gut, so ein Penner annuckeln wollte ich jetzt nicht. Und entweder jemanden dort reinlocken. Ich habe mal eine Frage, der geht schon hinein, das ist auch doof. Den Trick mit dem Geldschein und der Leine daran, der dann in die Hintergasse gezogen wird und ist auch doof. So irgendeine Gothic-Disco, wo fast kein Licht an ist und die Menschen alle dicht gedrängt stehen und die sowieso schon aussehen wie Vampire und ich habe überhaupt keine Ahnung, wo so ein Laden ist. Ha, ich hab's. Einfach irgendwo eine heiße Braut aufreißen, verführen und dann beim... Hab ich noch nie gemacht. Daran wird's wohl scheitern. Das ist ganz schön schwer. Wie ist das denn jetzt, wenn ich... Also rein theoretisch, ich würde irgendwo einen Alkoholleiche sozusagen, also einen, der sich ins Suffkoma begeben hat, hat der dann Alkohol im Blut, was natürlich mich dann auch betrunken macht? Zu einem gewissen Grad bestimmt. Alkohol ist ein Gift und Gifte wirken etwas anders auf uns Vampire als auf Menschen. Aber sie werden durchaus den Alkohol spüren können. Das heißt nicht, dass sie betrunken sind, aber sie werden es spüren. Und wenn sie sich nur von Pennern, die Alkohol stark im Blut haben, ernähren,
Es ist nicht unbedingt mein bevorzugtes Klientel, wenn ich trinken gehe. Sagen wir so. Ich könnte mich an eine Seitengasse setzen und dann sagen, oh, ich habe mich verletzt, helfen Sie mir, und ihr dann irgendwie so ein Stück Chloro, also der Person ein Stück Chloroformtuch auf den Mund pressen, bis sie ohnmächtig wird, und dann trinken. Aber dann hätte sie mich vorher gesehen. Oh, ist das schwierig. Das ist genauso, wenn ich mir Kiffer suche, die heil sind, ist auch ein Gift. Die meisten Menschen werden sich nach dem Biss des Vampires nur an das gute Gefühl erinnern, was sie hatten, und weniger daran, was wirklich mit ihnen geschehen ist. Vielleicht hilft das. Dazu müsste ich aber erst mit der Person in Kontakt treten, um so nahe zu kommen, genau, in soziale Interaktion treten, und das ist nicht mein Spezialgebiet. Dann müssen Sie das lernen, Mr. Bauer. Jetzt. Ich verstehe. Und dein Magen grummelt wieder. Wie wäre es mit der netten alten Dame von nebenan? Die ist doch alleinstehend, nicht wahr? Die riecht nach Mottenkugeln. Naja, wenn du dich jetzt erinnerst, eben als sie die Tür aufgemacht hat, roch die ziemlich gut. Jetzt muss ich es sagen. Ich könnte nach Zucker fragen, und wenn sie sich an ihrem Schrank, wo der Zucker oben steht, so streckt und den Kopf zur Seite legt, damit sie noch besser drankommt, muss ich nur aufpassen, dass die Zuckerdose nicht runterfällt, weil die liebt sie. Aber ein Versuch ist es wert. Gut. Probieren Sie es, Mr. Bauer. Linke Seite, rechte Seite ist egal? Das werden Sie schon finden. Ja klar, ich schnuckel jetzt an dem Hals rum. Wo ist denn? Wo ist denn? Naja, denkt die sich noch was dabei. Naja, gut. Ich werde es mal. Gut. Kürzen wir das an dieser Stelle ab. Du wirst es irgendwie halbwegs hinbekommen auf die Art und Weise, wie du dir das vornimmst. Und es ist natürlich schwer für dich, und du wirst auch instinktiv die Sachen richtig machen. Ja. Ja, Aurel, das ist, ja. Ich glaube, du denkst gerade ein bisschen anders als wir, aber gut. Du machst viel richtig, und dann dir wird noch erklärt, wie du deine Spuren verwischen kannst, nachdem du getrunken hast. Und natürlich kannst du dir das auch aufschreiben auf deinen Notizblock oder so, je nachdem, was du da machen möchtest. Und in den nächsten Tagen wird der Thaddäus dir vieles beibringen, viele unglaubliche Dinge beibringen. Er wird dir beibringen, wie du Magie anwenden kannst. Er wird dir ein Ritual beibringen, das ist ihm ziemlich wichtig, dass du es schnell lernst, dass dir dass dir das Trinken erleichtert. Wird dir das ein Ritual beibringen, das es ermöglicht, Blut von einem Menschen oder von anderen Vampiren auch abzuzapfen, ohne dass du sie beißen musst. Nämlich mit, das ist so mit indem du ein von dir speziell dafür vorbereitetes Gefäß dafür benutzt. Also das Ritual, was wir da uns, auf das wir uns geeinigt hatten, das wird er dir beibringen, das wird dir wahrscheinlich beim Jagen helfen. Und auch, wie gesagt, wie du mit deinen Disziplinen umgehst, wird er dich lernen. Und alles Weitere, du wirst bei ihm einziehen, also zumindest in seinem Labor einziehen. Er wohnt da definitiv nicht, weil er ist kein Vampir, der in Gary wohnt, sondern er wohnt auch woanders, aber er ist in Gary geduldet.
Und der Prinz von Garry weiß auch, dass du existierst und dass du da wohnst. Und noch bist du unter der Obhut vom Thaddäus, aber irgendwann, hat er schon gesagt, wird er dich halt dem Prinzen vorstellen bei der nächsten möglichen Gelegenheit und dann wirst du anfangen, auch für Haus und Clan selber sprechen zu können. Der doppelte Boden fallen gelassen und die Speerspitzen nach oben gefahren. Wahrscheinlich, ja. Du wirst auf jeden Fall in den nächsten Tagen viel, viel lernen und ja, wirst zu schätzen wissen, was die Tremere dir anbieten. Du wirst für deine Forschungen und die du da machen möchtest über Blutmagie, du wirst das alles aufsaugen mit einem Wissen, ja, was oder mit einer Wissbegierigkeit, die seinesgleichen sucht. Ich verstehe diese Diskussion gerade im Chat überhaupt nicht, aber es ist egal. Kein Ding. Ja, ich bin mir gerade keinem Regelbruch bewusst. Ja. Nee. Es war einfach Behavior, sonst nix. Gut. Ja. Ja. Und ja, an dieser Stelle können wir dann das Prelude dann ein bisschen abbrechen und den guten Jonathan Bauer in seiner Tragödiensituation belassen. Wie regelst du deine Beziehung nach Chicago zu deinen Eltern und so? Muss ich mir, glaube ich, nochmal ernsthaft Gedanken machen, aber im Moment habe ich da noch nicht so die Eier in der Hose, irgendwie einen Brief hinzuschicken, irgendwie gefaked von der Polizei, ihr Sohn ist tot oder so, keine Ahnung. Ja, Aurel, der Dr. Bauer kommt wie ein knuffiger Wissen, ist er ja auch, aber er ist ein Tremere. Und noch hat er nicht gezeigt, was er kann. Er kann durchaus, ich nenne es mal, Gewalt ausüben. Nicht unbedingt körperliche Gewalt, aber er kann Gewalt ausüben. Das solltest du, Aurel, wenn du Vampire kennst, solltest du wissen, niemand wird sich mit einem Tremere freiwillig anlegen. Das wird auch Jonathan relativ schnell, das wurde ja eben ja auch schon erklärt, wissen, irgendwie die Vampire, die dir begegnen werden. In Garry werden dir relativ wenige Vampire über den Weg laufen, tatsächlich. Wenn überhaupt, ich glaube eher nicht. So, und die paar, die anderen Tremere, die du triffst aus Chicago, wenn du mal mit dem guten Thaddäus mitgehst, du wirst auch schon feststellen, dass die Leute schon mit Respekt begegnen. Was auch so ein bisschen so eine anderes Gefühl ist. Es ist also eher so, als wenn du halt auf diesen Symposien bist und so unter Wissenschaftlern, wo man sich halt auch respektiert und nicht so wie man. Du gewinnst halt neues Selbstvertrauen auf eine gewisse Art und Weise. Weil du kriegst sehr, sehr schnell mit, dass du durch deinen Clan Macht hast. Auch wenn du selber vielleicht nicht unbedingt mächtig fühlst, aber die anderen wissen halt nicht, was du kannst, sie wissen nur, was du bist. Und das bekommst du sehr schnell mit. Weltherrschaft. Ja. Ja, ich glaube, das würde so einem jungen, noch eigentlich schüchternen Menschen ziemlich den Kopf verdrängen können. Wir können den Zuschauern ja mal kurz erklären, was der Jonathan als Pfad hat. Du hast irgendwie diese, ja, klar. Du hast diese, was hast du die, dass du kannst du Gegenstände aus Blut erstellen, ne? Genau, richtig. Ich habe den Pfad der Anrufung bis jetzt in drei Punkte. Das heißt, das erste ist einen einfachen Gegenstand erstellen ohne bewegliche Teile. Jetzt muss ich selbst gerade nochmal genau nachgucken. Aha, jetzt hat er mich erwischt, der Kerl. Das bewegt dich. PDF. Halbe Stunde ist PDF nicht angeklickt, jetzt muss die Festplatte nochmal anlaufen. Das ist echt. Mann, verdammt. Also, ja. Also das erste ist seine einfache Gestalt beschwören, sprich einmaterialige Objekte, also einfach Eisenstange, Bleirohr, wirkliche Grundelemente, keine Legierung. Du hast quasi immer eine Waffe mit dir mit. Ja. Zum Beispiel, ja.
das kann wieder verschwinden, theoretisch. Beim zweiten Punkt Permanenz ist halt, das Objekt bleibt permanent. Der dritte ist, glaube ich, dass du sogar bewegliche Teile drin haben kannst. Also kannst du quasi genau, Schusswaffen, oder Fahrräder, sowas. Kettensägen und Handys. Ja. Wobei man natürlich auch die Kenntnis über das... was man herstellt haben muss, ja. Genau, das heißt, ich könnte theoretisch wahrscheinlich ein Handy erschaffen, was aussieht wie ein Handy, aber nicht eins, das funktioniert wie ein Handy. Mhm. Wahrscheinlich, genau. Ja, und das Ritual, was du kannst, ist wie gesagt, ich muss gerade nur nachgucken, wie es hieß. Das heißt, falscher Klick, das Ritual heißt Gefäß der Übertragung. Genau, und das sorgt dafür, dass du halt Blut in das Gefäß quasi abziehen kannst, ohne dass du Leute beißen musst oder so. Sehr, sehr nützlich. Ist übrigens auch nützlich, um andere Vampire zu identifizieren oder so und denen ohne ihr eigenes Wissen Blut abzuzapfen, um das zu analysieren und weiterzuverwenden und so weiter, ne? Das ist jetzt aber nicht wirklich allen anderen Vampiren bekannt, dass ein Trimär drückt dir ein Gefäß in die Hand. Nein, das wird der ist keinem wollen. Bekannt, nein. Ein Trimär wird das wahrscheinlich bekannt sein, also nicht, noch nicht ja, mal allen Trimären, aber vielen. Aber der 0815 Bruha von der Straße wird keine Ahnung haben, was da was. Der 0815 Ventru-Prinz, der weiß sowas nicht. Ja, finde ich gut, finde ich cool. Ja, ich glaube, selbst die Ventru-Prinzen könnten. Na gut, die Prinzen werden wahrscheinlich ein bisschen mehr Einsicht haben, werden da vorsichtiger zustande gehen. Zu mehr an der Hand haben, den sie fragen können. Genau, richtig. Das heißt, hast du ja schnell gelernt. Ne, du belieferst quasi den Prinzen damit Macht. Das ist deine Aufgabe als Tremere. Ja. In der Tat gibt es ja auch sehr, sehr wenige Tremere-Prinzen wirklich. Ich glaube, ich weiß auch gerade, also ich kenne mich da gar nicht so gut aus, aber ich kenne eigentlich, glaube ich, gar keinen. Also Toreador-Prinzen und Ventru-Prinzen und so kennt man ja. Aber Tremere-Prinzen sind, glaube ich, sehr selten. Na ja, gut, die sagen ja von sich auch selbst aus, dass sie eher die graue Eminenzen sind. Genau. Und dieses Gefühl, das kriegst du halt auch sehr schnell mit, ne? Es ist klar. Auch viel einfacher, es andere Leute für dich arbeiten zu lassen und so weiter. Kriegst dann auch sehr schnell mit, wohin das mit der ganzen Magie führen kann und lernst Gargoyle kennen und so, die es gibt. Und also im Gildenhaus in Chicago geht da schon einiges ab. Ja. Ja. Da muss man sich auf jeden Fall mal Gedanken machen, ob sich da nicht überlang oder, also es ist ja eigentlich ein netter, verdatterter, schon fast blauäugiger Typ und von dem jetzt quasi 180-Grad-Drehung erwartet wird, ob der nicht irgendwann eine Persönlichkeitsspaltung kriegt oder sowas. Das liegt an dir. Mal schauen. Wie du das ausspielen möchtest. Aber ich denke eher, dass er jetzt gerade berauscht ist von den Möglichkeiten, die sich mir jetzt gerade... Ja, klar. Erzählt. Klar, also spätestens wenn er Auspacks entdeckt, ja. Dann ist also er von Dominate hast du nicht gewählt momentan, das ist dir momentan noch verwehrt geblieben, aber davon sprach der Leos ja vorher schon. Genau, habe ich eben nicht erwähnt, wir hatten das nur gesagt, Taumaturgie 3 habe ich und Auspacks 2. Genau. Gut, dann wissen unsere Zuschauer auch, mit wem sie es zu tun haben, wer Jonathan Bauer ist und wie er zum Tremere wurde und wissen ein bisschen um die Ereignisse in Chicago, ein bisschen was angedeutet habe ich auch und dann kann es nachher dann losgehen, wenn die anderen Vampire dann auch dazukommen. Am Montag werde ich, glaube ich, mit wem spiele ich am Montag? Mit dem Joe, glaube ich. Moment, Montag ist genau Get Ready to Rumble ist der Joe und Dienstag ist Miss Williams, die Serie. Genau, also am Montag werde ich mit dem Joe spielen, genauso ähnlich wie heute mit dem Mischka und am Dienstag halt mit der Serie und irgendwann danach, wenn es sich ergibt und nochmal mit der Leopardin 202, die auch mitmacht und dann haben wir ein vierköpfiges Vampir-Team. Eine Eingriffstruppe, ein A-Team oder ein B-Team, wie auch immer. Und lassen die auf Chicago los. Oder auf Gary. Mal gucken, wo es euch hin verschlägt. Ja. Das ist nicht schwer, weiterspringen. Ja, okay. Gut. Wie gesagt, danke fürs Bespielen. Ich fand jetzt den letzten Part mit dem Erklären der Regeln war ein bisschen
Ich glaube, das werde ich dann kürzen mit den anderen. Viel interessanter war, glaube ich, der erste Teil, wo ein bisschen was passiert ist. Aber realistischer. Also wenn ich Vampir werden würde und dann würde ich als allererstes fragen, okay, was darf ich, was muss ich ja, ja, klar, und so weiter und so fort. Das Ausspielen davon, dass ich denke, Sera und Joe haben, glaube ich, auch mitgeguckt jetzt hier. Zumindest habe ich sie eben im Chat gesehen. Die ja. wissen auch, das muss man jetzt nicht viermal dasselbe machen. Das ist wahrscheinlich dann auch blöd. Dann kann man das ein bisschen abkürzen. Ne? Vielleicht dann das eher die erste Jagd ein bisschen mehr ausspielen oder so. Das ist jetzt bei Jonathan natürlich auch noch, Joe, bitte. Das ist bei Jonathan auch ein bisschen komisch jetzt, weil er auch so total unbeholfen ist beim Jagen. vielleicht auch gar nicht so... Jetzt, wo du dann das Ritual gelernt hast, wird das Jagen dir um einiges einfacher fallen, denke ich. Definitiv, definitiv. Ja. Ja, also ich plädiere dafür, dass du das mit Joe, mit dem Jagen auf jeden Fall lang und breit ausspielst. Du willst den Wrestler jagen sehen, ne? Natürlich. Ja, ich werde es auf jeden Fall nachgucken, weil ich selbst habe an den Abenden, aber. Also darf ich das nachgucken oder ja, ist das soll das meinen Charakter in-game rauskriegen, mit wem was zu tun hat? Ja, kannst du halten, wie du möchtest, aber ich traue euch allen zu, dass ihr Spieler von Charakterwissen trennen könnt und die große Kunst. Kunst. Die große Spielerkunst, ja. Ja, ich bedanke mich schon mal bei den Leuten, die zugeguckt haben. Danke, dass ihr... wir haben alles gesehen. Tigron, ja, genau. Das Tigron ist der Joe, genau. Hallo. Und danke, dass ihr zugeguckt und ein bisschen kommentiert habt. Das vom Auriel habe ich ein bisschen, glaube ich, gerade ein bisschen falsch verstanden oder er hat uns falsch verstanden oder keine Ahnung was. Ja, also der hat ja einfach nur gesagt. Oder einfach nur ein bisschen witzig sein und die haben es in den falschen Hals gekriegt, wer weiß. wie gesagt, das Ganze hier ist schon die World of Darkness. Ich mache wie immer mein eigenes Ding da draus, hat man ja auch schon gemerkt. Die ganze Zeitstruktur stimmt natürlich alles nicht. Ein paar NPCs aus den Büchern werden auftauchen im Laufe des Abenteuers. Und aber auch die werde ich auch da anpassen, wo sie mir irgendwie anders zusagen. Ja? Kann ja mal einen Tipp geben. Heute habt ihr zum Beispiel schon mindestens einen NPC gesehen. Ja, und mehr davon kommen bestimmt noch, weil die treiben sich nicht alle an der Uni rum. Gut. Also interessant fand ich die Reaktion derjenigen, die den Hintergrund von Vampire kennen im Chat. Assamiten und so, ja. Ja, ja. Sehr ulkig. Danke, dass ihr so fleißig wart im Chat, danke, dass ihr zugeguckt habt, wann immer ihr das guckt, vielleicht guckt es einer nach und danke an den Mischka fürs Mitspielen und wir sehen sehr uns gern. Dann am Montag, wenn es mit dem Joe ans Eingemachte geht und am Dienstag mit Sere und irgendwann in der näheren Zukunft auch mit Leopardin 202. Ja, danke, schönen Abend wünsche ich noch und verschwendet nicht so viel Blut, ne? Und verwischt eure Spuren. Wenn ihr zur Kamarella gehört, natürlich nur. Ehrt die Maskerade. Tschüss.